Have a good time. Defying the laws of the gravity. I'm a racing car, I'm passing by like letting it dive on. I'm gonna go, 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 and it's stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees is falling, call me Mr. Hello Fahrenheit. I'm traveling with the speed of light. I wanna make a supersonic ride, yeah. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. Guten Morgen, meine Lieben. Laut. Hallo, herzlich willkommen zu, warte mal, ist das denn richtig überhaupt schon hier? Ich denn hier? Muss ich die Kamera nochmal neu starten? Nee, alles richtig. Ach, der Chat ist auch noch an. Was ist der Chat an? Ich habe schon ganz viel rumgebastelt hier. Guten Morgen, Tobi, guten Morgen, Starbuck. Auf geht's. Hallo ihr Lurker, da sind schon ein paar. Hallo ihr Lurker, ihr müsst nicht schreiben. Ich weiß, ihr sitzt auf der Arbeit und wartet darauf, hier bespaßt zu werden. Wir spielen heute doch Star Citizen. Ich bringe heute das weg, was wir gestern gemacht haben. Und ich suche mal, wo ich das andere Zeug hingetan habe. Grüß ich, grüß euch. Ron Ronin. Also entweder bist du Harry Potter und Mädchen, Ron Ronin, oder du bist Ron Ronin, Ron der Ronin, der herrenlose Samurai. Reno, yes, der herrenlose Samurai namens Ron. Ron der herrenlose Samurai. Schön. Das ist so richtig, so ist richtig. Reno, grüß dich. Reno hat entweder eine Halsoperation oder ist Schweizer. Richtig? So, jetzt kann ich hier. Crossbone 85. Boah, von 85 wäre ich auch nochmal gerne. Da, das Alter schlicht zu langsam. Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Ja. Schweizer Kuchenkastler. Aber das hört sich bei uns im Erzgebirge so ähnlich an, ne? Hochrachschle. Hoche. Redbeard, guten Morgen. Im Erzgebirgischen, ich finde, es gibt ein geiles Wort, das heißt Rotziglossel. Das ist das Geilste. Ein Rotziglossel. Dafür kannst du, glaube ich, gebannt werden hier. Rotziglossel ist ein Fernglas, ein Ranziglas. Ein Rotziglossel. So, ich habe gestern so verkackt, ne? Aber ich weiß warum. Ich muss es einfach Burning. Ich muss einfach anders singen. Pass auf. Well, you only need the light. Well, you only need the light when it's burning low. Das ist schon wieder nicht drin. Ich hab's gerade noch gemacht. Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know if been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Let her go, oh, 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 oh,
and you let her go. Schönen Dank für Ting. 30, bitte hör auf, Whisky, auf gar keinen Fall. Staring at the bottom of your glass, hoping that one day we'll make the dream fast. And the dreams came slow and go so fast. You see her when your eyes go to sleep. Nee, you see her when you close your eyes. Das ist in der nächsten Strophe. Ich komm nicht rein, ne? Ich komm nicht richtig rein. So ein schönes Lied, ich weiß nicht, wie ich da transponieren soll. Da aufgeflogen. Maybe one day you can understand why everything you touch, all it dies. Because you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. You know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Heart. Was ist mit E-Moll? Ich hab dort extra gefunden, rausgefunden. Heart. Nochmal. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Because you loved her so much and you dive too deep. Ach, okay, alles gut. Ich übe das nochmal. Warum bin ich so hell? Habe ich hier eine Lampe zu viel? So, grüß euch, hallo. Achso, ich habe den Bot noch nicht gestartet. Ah. Schwenkt das Feuerzeug unter dem Sprinkler. So schlecht ist er gar nicht. Ja, bin ich auch. Ich komme auf ein F-Lied, komme ich nicht gut rein. So, keine Ahnung. Also, ich muss halt nochmal transponieren. Ist nicht meine Sing-Ecke. Da wird sich jemand auf den ESC vorbereiten. Jawohl! So ist es. So wird's gemacht. Ja, genau, Tonhöhe. Ich muss die Oktave wechseln. So, und da ist der Bot auch. Und ich hoffe, er hat jetzt. Ich habe das übrigens jetzt geändert, dass der Bot die Belohnung hier aktiviert, wenn ich online gehe und deaktiviert, wenn ich offline gehe. Und jetzt müssten die eigentlich hier auch rein tickern. Die Belohnung, warum starten die nicht? Wir warten mal, ob der das merkt. Ich kann aber schon mal belohnen. Das funktioniert. Hoffe ich zumindest. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Love comes slow and goes so fast. Ach ja, Maike, morgen. Wir würden gleich wie immer abschneiden. Mit mir im ESC. Wie geht's dir? Ich würde gerne ein Lied spielen, aber ich weiß es nicht. Aber ich kann es nicht, ich komme nicht rein. Ich müsste es transponieren. Du fängst jetzt auch mit Musik an. Ja, wieso auch? Ich mache Musik? Der ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Das wusste ich nicht. So, was ist jetzt hier? Hat er die Sachen freigeschaltet schon? Hat er gemerkt? Hat er nicht gemerkt, der Bot, ne? Der für live sind. Dann muss ich das nochmal von Hand machen. Das ist ja doof. Activate Twitch Stream Online Test Trigger. Jetzt gehen die an. Ja, ist ja verrückt.
Das ist ja verrückt. Eine ganz kleine Arschgeige. Nee, du spielst doch die Tuba unter den Arschgeigen, oder? Whisky. Bist du nicht der Typ mit der Kesselpauke hinten im Publikum, im Orchestergraben? Wenn ihr Arschgeigen spielt? Doch. Da habe ich dich gesehen. Die Kesselpauke unter den Arschgeigen, auf jeden Fall. Tiefer, großer, tiefer Bass. So, geht los. Oh, was ist denn da los? What's that then? So, da. Und das ist mein Lied. Mein Tischgebläse ist umgefallen und angegangen. Habe ich mir erschrocken, ey. Junge. So, das ist ein Lied, das hat nicht funktioniert. Und wenn ein Lied meine Lippen verlässt. Wie ist es euch, meine Lieben? Ja, ich kann so lange so machen, ne? Ich hab umgebaut. Und zwar habe ich hier jetzt... Pass auf. Und zwar kann ich jetzt so machen. Nee, kann ich nicht. Ach, kann ich doch. So machen. Und dann kann ich das hier erzählen. Oh, das ist verzerrt, ne? Die sind alle verzerrt. Oder bin ich so fett? Ich glaube, ich bin so fett. Mit dem Frame und dann... Super, ne? Ich habe hier richtig umgebaut. Da müssen wir mal gucken, wie das läuft. So, aber solange wir hier sind, gehen wir hier ins Spiel. Toll, ne? Seid ihr noch da? Keiner sagt mehr was. So, wir spielen Star Citizen, meine Lieben. Und zwar habe ich gesagt, ich würde heute Cyberpunk spielen, aber ich habe doch Bock auf Star Citizen. Ich habe nämlich Sachen, die ich noch wegfliegen muss, muss Geld verdienen. Hab die Karrieremission schon geschafft. Die ist nicht schlecht, ne? Warst du alleine da? Kannst du dich am besten in der Ecke hocken und weinen, oder? Den Stickhole reinstecken, in der Ecke gehen und... Karriere ist schwierig, oder? Alleine ist schwierig. Du fängst mit Trommeln an. Ja, guck, hier. Ich auch. Kannst du schon Paradiddle? Ich kann gar nichts. 1, 2, 3, 4. Ragnarok VR. Ach komm. Hier, du musst was Richtiges haben. Damit du auch merkst, dass du mal einen Rebound kriegst. Ragnarok VR. Du musst ein elektronisches, wenn du Bock hast, elektronisches Schlagzeug kaufen. Habe ich noch kein Geld für gehabt. Und keinen Platz, leider. Bin alleine und habe 2 Random-Spieler geheilt. Und zu dritt in der Kommunikation. Ja, sonst schaffst du das nicht, Career. Du brauchst Leute, die dich aufheben. Die spawnen so schnell, ne? Ja, der muss zurückkommen. Und dann... Paradiddle kann ich noch nicht. Ich habe das mal gemacht, damit ich mal so ein bisschen linke und rechte Gehirnhälfte trainiere. Also sagen wir mal, also Hälftchen, sagen wir, ne? Was ist los mit dir? Das hängst du rum hier. Hälftchen. Und, meine Frau liegt dabei vor mir, hab jede Menge haptisches Feedback. Und zurück kommt auch was. Plandert nochmal um. Starbuck, plandert nochmal um. Vor allen Dingen, wenn du brauchst 2 Sticks zum Zuschlagen, ne? Nicht nur einen. Moin ihr alle, ihr Lieben. So, ich bin gestern...
Wer von euch hat mich verraten? Wer von irgendeiner? Ich war gestern Abend, ich habe gesehen, Fixi war online. Ich bin dann kurz rein und dann hat er was gesagt. Hat er gesagt so, ja, ach, wenn ich euren Chat nicht lese, dann liegt das wahrscheinlich nur daran, dass ihr was Unfreundliches gesagt habt. Und das ist natürlich, das ist für mich ja, das ist ja wie eine Anfrage. Ne? Er hat ja so erzählt, ne? Wenn ich den nicht darauf antworte, ich lese den immer. Wenn ich nicht antworte, ist halt, dann war das was Unfreundliches oder ich wollte da nicht drauf reden, wollte was Unfreundliches. Und ich so, Alter, sag sowas nicht. Da habe ich geschrieben, fix ja doofe Ohren. Ne? Er ist ja natürlich sofort drauf eingestiegen. Das hat er gelesen, war offensichtlich nicht unfreundlich genug. Und dann hat er gesagt, er hätte mich gestern, und er hat mich durchgedisst, er hätte mich gestern geguckt, wie ich gemeinert hätte. Und ich wäre überhaupt gar kein gefährlicher Pirat, sondern ich wäre total lieber und ich würde Mining machen und so weiter. Das fand ich nicht in Ordnung. Und er sagt, da habe ich dich auf der Arbeit geguckt ein bisschen. Er wird mich öfter gucken. Jetzt habe ich das Problem. Jetzt ist mein Ruf im Arsch. Dabei habe ich ja gestern nur geübt. Ernst jetzt. Finde ich nicht in Ordnung. Jetzt ist mein Ruf komplett in der Tüte. Wenn sich das rumspricht. Ja. Ich muss mal eben gucken, ob die... Muss ich nochmal zum Dings fahren? Warte mal, ich muss nochmal zum Dings fahren. Ich meine, ich hätte das da eingelagert, aber... Muss halt wieder was Böses machen. Ja, aber wenn die nicht gucken, wenn ich was Böses mache... Was zu nett und das rausgekommen, ja. Seit der C2 im Eimer. Ja, ich meine, wenn der Ruf kaputt, also so, wenn der Ruf so ganz kaputt ist, ist ja nicht schlimm, aber jetzt ist der Ruf ja, das ist ja jetzt, da hat er dann allen seinen 250 Zuschauern erzählt, ich wäre ein total netter. Dann ist doch, da muss ich was ändern, das geht so nicht. Der freundliche Miner, ja. Hätte ich mal nichts gesagt, aber er hat mich ja so getriggert. Dass ich da, und dann... Ja, wäre ich schön hier. Work Order. Select Storage. Caterpillar. 508 SCU Gold und Hesaphanit. Rein damit. Ja, sicher. Work Order complete. Wie viel habe ich da nochmal bezahlt dafür? So, da ist das Zeug jetzt in der Caterpillar. Einfach verkackt. Ja, weiß ich. Ja, aber er hat ja gesagt, ich wäre... Das wäre gar nicht so und so. Dabei bin ich ja eigentlich, ihr wisst das ja selbst, ich bin der Bluthund unter den Pinschern. Ja? Also in meiner kleinen Bubble bin ich ja extrem gefährlich. Todeslieb. Jetzt fang du auch noch an. Ich unterstütze dich nochmal mental, weißt du? Jetzt fang du auch noch an, Maike. Jetzt hau du mir auch noch. Jetzt erzähl du das den Leuten auch noch. Du musst doch auch mal sagen, oh, wir haben noch Angst vor dir. Wir gucken dich ja nur, damit wir wissen, dass du, wo wir nicht hin dürfen. Ja, das ist nicht in Ordnung. So, Caterpillar habe ich mir geholt schon. So, wir sind hier. Hangar 10. Berserker wuchs das Tier. Ja. Todeslieb ist doch auch böse. Hm, genau. Richtig. Das hört sich ja auch nicht so an, als könnte man mich mit einer Tasse Kakao und ein paar Plätzchen in so einer Art... Apropos. Kakao und Plätzchen sind nicht schlecht. Mal was anderes. Gespräch von einem Sohn. Ja. Ich bin immer wieder fasziniert, dieser junge Mann, wie wenig Kommunikationsskills die Jugend manchmal hat. Gerade bei mir, weil ich rede ja auch nicht so gerne.
Nee, und viel. Ich rede ja nicht gerne und viel. Das werden die einen oder anderen schon bemerkt haben. Er war auf jeden Fall gut drauf. Vielleicht hat er was falsch verstanden. Was hat er dann gesagt? Also, sein Freund bleibt sein Freund, das ist schon mal gut. Also, er war gut drauf. Sein Freund bleibt sein Freund. Und wo bin ich? Wo will ich hin? Achso, da sind die Sachen. Eine hier. Keine hier. Und das ist doch nicht alles, oder? Wie wird das denn hier einsortiert? Das sind alle Kisten? Nee, hier geht echt nichts rein. Und heute ist Schule, heute will er nochmal seinen Kumpel fragen, ob er nicht mal mit der neuen Clique da auch mal rumhängen kann mit dem Freund. Ich sag, das ist doch super, geh da mal mit. Es ist besser. Waren das nicht 5 SCU? Das sieht fast so aus, ne? Waren das nicht, ich dachte 50 SCU oder so. Habe ich das nicht alles übertragen oder was? Das ist ein bisschen... Da war doch viel mehr auf der... Wie viel Geld kann das sein? Das ist ja nix. Das ist ja hingeschissen. Hepafaste Titanit und Gold. Seltsam. So, heute bringe ich weg, was ich hier ergaunert habe. Was ich dem Universum abgegaunert habe. Was ich den Steinen abgegaunert habe. So, ich muss nämlich... Also hier habe ich das. Wo habe ich denn die Quantanium-Vorräte gestern abgegeben? So, AKL1 haben wir hier. AKL1. Wo ist denn das Quantanium? Auf Hörsten doch nicht. Wo bin ich denn hingeflogen? L2. Bin ich vielleicht falsch geflogen? War ich auf Hörsten L1? Und dann Crusader? Wo habe ich... Ach, kann das sein, dass ich falsch geflogen bin? Dass ich das hier abgegeben? Wir fliegen jetzt einfach dahin. Wir machen einen kleinen Rundflug. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Sachen finden soll. Kann ich das im Nicknacks? Steht halt nicht drin, ne? Da muss ich mir merken, wo ich die Sachen... Ich kann auch nicht suchen. Hörsten. Warte mal, auf Hörsten L1 habe ich gar nichts. Achso, Hörsten L1. Ne? Hörsten L1. Man, der zeigt das nicht an, ne? Wo habe ich das denn abgegeben? So, warte mal, ich war doch gestern Mining machen. Ach, kann das sein, dass ich auf Crusader oder Hörsten L... Nee, war ich nicht auf... Ich war doch hier. Wieso bin ich denn jetzt hier? Wieso bin ich denn mit meinem Schiff hier hingeflogen? Ich war doch hier und dann da... War ich hier auch? Wir fliegen jetzt mal nach Hörsten... Warte mal, oder war ich auf Microtech? Mikkel 1. Wahrscheinlich muss ich nach Mikkel 1. Nee, auch vom letzten Mal. Also gestern ja. Es könnte sein, dass ich... Ich war ja vor 2 Wochen schon mal. Da müssten noch Sachen sein. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir fliegen jetzt mal nach Mikkel 1. Danach fliegen wir nach... Nee, wir fliegen erst nach Hörsten. Wir fliegen erst nach Hörsten. Hörsten L1. Da gehe ich gucken. Dann fliegen wir nach... Dann gehe ich tanken. Weil die scheiß Karre hier wahnsinnig viel Sprit verbraucht. Dann gehe ich tanken. Dann nach Mikkel 1, wenn da nichts ist. Da habe ich, glaube ich, noch was liegen. Ich habe die, glaube ich, überall gebaut. Ich werde ja immer älter. Das wird nicht besser mit der Zerstreutheit. Aber ich suche noch einen Ort, wo ich vor 2 Wochen war. Es wäre ja schön, wenn das im Nicknacks stehen würde, weil das nicht tut. So. Aber auch schön, hier mal mit so einem Ding rumzufliegen. Schön, dass ich fast in den... Schön, dass ich fast in das Abwehrgeschütz reingeballert wäre, wie ihr gesehen habt.
Ich glaube, mir zuzugucken, wie ich das Spiel spiele, ist so ein bisschen wie so ein Verkehrsunfall zu beobachten, oder? Wisst ihr, ich von außen, ich weiß das. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nur hoffen, dass das mich einigermaßen charmant aussehen lässt. Wenn ihr wüsstet, wie ich. Ja, aber das wäre doch aus jedem Speicher lange raus. Ich weiß ja noch nicht mal mehr, was ich vorgestern gegessen habe. Was habt ihr vorgestern? Jetzt schreibt mal bitte in den Chat. Was habt ihr vorgestern gegessen? Ehrlich. Vorgestern Abend. Vorgestern Hauptmahlzeit. Vorgestern Hauptmahlzeit. Also nicht gestern. Vorgestern ist der Tag davor. Linsensuppe. Ja, weil du wahrscheinlich nur Linsensuppe isst. Salat. Ich habe Hauptmahlzeit gesagt. Hauptmahlzeit, Animus. Hauptmahlzeit. Nicht das Essen von deinem Essen. Hähnchen. Ich schreibe das mal mit, damit ich weiß, was meiner Frau mal zu essen. Oh, Lasagne können wir auch mal wieder machen eigentlich. Salat. Was ist das? Hähnchenschenkel mit Schmorgemüse und Kartoffeln. Auch nein. Auch geil. Y-Food. Finde ich nicht gut. Y-Food. Das ist alles Kokolores. Kroketten mit Speck und Erbsen. Mehr nicht? Kroketten mit Speck und Erbsen? Eine ganze Schüssel Feta mit Thunfisch drin. Das hört sich sehr einseitig nach Eiweiß an. Das ist ein Salat? Feta und Thunfisch ist kein Salat. Würstchen und Nackensteak ist gegrillt. Würstchen und Nackensteaks. Leute, was isst ihr? Da ist ja noch nicht mal ein Blatt Salat darf dabei sein. Da ist ja noch nicht mal ein Kohlehydrat dabei. Oder geschweige denn Kohlehydrant. Dürüm ist gut. Und der Rest zum Salat natürlich, du Pflaume. Und der Rest zum Salat natürlich. Ach so. Aber bei mir gab es Salat. Schnitzel, nur Schnitzel, Salat. Nur gegrilltes Schnitzel als Salat. Eine Schüssel mit Feta und Thunfisch. Du hast vorher Salat gesagt. Junge. Chili-Reis. Und was dabei? Chili, also mit roten Bohnen auch? Oder also so ein bisschen so wie mexikanisch? Linsen. Da, Linsen scheinen hoch im Kurs zu sein. Vorgestern. Linsen. Okay. Würstchen und Nackensteak gegrillt, Surfer. Das ist richtig so. Fleisch, es gab Fleisch. Als Beilage mit Fleisch. Dann habe ich noch einen Nachtisch. Dann gab es noch Mortadella, gerollte Mortadella. In der Mortadella drin, Leberwurst. Eingepresste Leberwurst in gerollter Mortadella. Das ist Gazpacho für den armen Mann. Die wollen mich trollen. Ja. Chili con carne, nur mit Reis. Also ohne Carne. Aber ist das nicht für deine. Ist das nicht auch. Kohlenhydrate brauchst du, ne? Eiweiß brauchst du auch. Alles brauchst du. Schatz, schreib mal mit. Chili, Reis. Würstchen und Nackensteaks gegrillt, nichts dabei. Feta und Thunfisch und Salat. Gesunde Ernährung. Hot Dogs auch geil. Kartoffelsalat und Bier ist auch schön. Achso, dabei, bei dem Nackensteak, ja. Das hatte sich spontan beim Kumpel. Ach so, verstehe. Was gab's zu essen? Kartoffelsalat und Bier. Ist auch, aber mit Würstchen dabei, sehr gut. Sehr gut. Aber wenn man das so einzeln betrachtet, so was gab es zu essen? Bei mir gab es nur Würstchen und Fleisch. Das ist richtig gut. Richtig gut. Da muss ich hin. Warte mal, Glen Glade Station. Doch, hier war ich schon mal. Hier muss ich hin. So ist das richtig. Okay, ich frage lieber nicht, was das gestern gab. Da kommt wieder. Da sagen die gleichen dann wieder Linsen. Linsen würde ich auch mal. Meine Frau ist so Eintöpfe, ne? Z-Food. Y-Food. Y-Food ist. Sin-Karne. Chili-Sin-Karne. Nasi Goreng. Oh, auch lecker. Nasi Goreng ist auch mal gut. Ich mag ja auch mal Sushi, aber es gibt so viele Scheiß-Sushis, ne?
gibt leider so wenig richtig leckere. Also, meine Frau mag keine Eintöpfe. Also, da bin ich sehr, sehr schade, weil ich habe das immer ganz gerne gegessen. Aber jetzt haben wir schon mal so ein paar Sachen wieder gegessen. Erbsensuppe kann die zum Beispiel überhaupt. Muss ich mir im Schlauch kaufen. Aber die gibt es Gott sei Dank bei uns im Edeka von gut, lecker. Erbsensuppe. Musste die früher in der Ausbildung, gab es immer. Erbsensuppe. Kann die nicht mehr essen. So, wo muss ich parken? Da. Mein Gott, habe ich einen Drall. Hähnchenfilet, Erbsen und Möhren. Erbsen und Möhren auch gut. Die jungen, ne? Die feinen, das mag ich. Was ich total gerne esse, ist so Möhren durcheinander, auch schon mal. Ne? Möhren durcheinander mit Enten. Also als Eintopf. Und dann dazu Essig und oder, also entweder mal ein Klecks Schmand oder zwei Kleckse Schmand. Und oder auch Essig. Lecker. Lachsbällchen mit Spinat und Kartoffeln. Hört sich so leicht an. Lachsbällchen. Warum nicht Lachs? Warum Lachsbällchen? Was ist der Unterschied? Lachsbällchen. Jetzt sag nicht rund. Das sind so Lachskugelfische. Die werden zu Bällchen gerollt. Linsen mit Spätzle, kenne ich nicht, Seitenwürstel, ne. Linsensuppe gibt es bei uns gar nicht. Also manchmal. Ach, weil es ein Thermomix-Rezept war. Ja, in dem Thermomix wird wahrscheinlich alles rund, ne, wenn er die ganze Zeit durchgequält wird. Ich habe noch nie so einen Thermomix gehabt. Keine Ahnung, was man damit. Keine Ahnung. Mein Gott, was ist mit mir los? Was bin ich heute verwirrt hier? Also ich glaube, ich war hier schon mal. Das kann ich wahrscheinlich sehen, indem ich einmal das Inventar aufmache. Da ist ja nichts drin in dem Auto, ne? Nein. Warum habe ich denn eine dicke Lippe? Kriege ich hier eine dicke Lippe? Wo muss ich raus? Da nicht. Natürlich da hinten. Man kann Bier brauen im Thermomix. Riecht auch top in der Küche, in der gesamten Nachbarschaft. Mit Bier brauen. Topf hat jeder Mixerwaage, obwohl, ja, keine Ahnung, gibt. Die Hightech-Sachen, ne? Warum nicht? Über einen Schnellkochtopf riecht sie heute auch keiner mehr auf, ne? Und das Ding ist gut. Ist meiner Bekannten in der Küche explodiert. Wenn man da rumfummelt an diesem Überdruckventil, ne? Sollte man nicht tun. So, Story Amazon. Ja. Es spart Zeit. Wo findet man diese Railgun? In Bunkern eher. Also kaufen kannst du die nicht. Ich wüsste jedenfalls nicht, wo du die kaufen kannst. Hui. Kannst du nur finden. Also vor kurzem konnte man die noch kaufen oder du kaufst sie auf dem Graumarkt. Es gibt Ingame-Graumarkt. Es gibt so Webseiten, da kannst du sagen, hey, will ich haben, kostet mich, wir treffen uns, du gibst Geld, du kriegst die Waffe. Ah, der Brainping ist da. Guck mal. Grüße. Beim Looten von anderen Spielern. Oder Ingame-Fragen. Wie gesagt, gibt es auch diesen Graumarkt. Gibt es eine Webseite für, finde ich witzig eigentlich. Für Ingame-Währung. Sondern für Ingame-Währung. Da, One Complete, ich wusste, ich war hier schon mal.
Was habe ich denn? Hier ist das Quantanium. So, wie viel ist das jetzt? 352 CSCU. Das ist ja nix. Was sind das? 3 SCU oder was? Wie viel habe ich dafür bezahlt? Wieso kommt denn da nichts raus aus dem Scheiß? Ach, weil ich den falschen Dings genommen habe, ne? Ne, hier habe ich den. Das ist ja nix. Das ist ja nicht mal eine Kiste. Warum bin ich da überhaupt hingeflogen? Das ist nicht mal... Sind das nicht 3 SCU? 352 CSCU? 3,5 SCU oder so. Naja, gut. So, und dann bin ich vor 2 Wochen noch irgendwo... Ich glaube, ich war auf Microtech. Ich glaube, ich bin auf Microtech Minern gegangen. Nee, ich bin auf Fürsten Minern gegangen. Ich hatte die auch hier. Aber ich hab's doch... Vielleicht habe ich es nicht refined. Das kann auch sein. Vor. Erstmal verkaufe ich die Sachen, die ich mir gestern ermeinert habe. Das war nur zur Info, das war ein Test mit dem Minern. Das war nicht, ich mache das nicht regelmäßig. Das ist, eigentlich bin ich böse. Eigentlich bin ich böse. Was? Tschüss. So, jetzt bin ich alleine. Jetzt sind wir unter uns. Meine Frau ist gegangen. Arbeiten. So böse wie ein Teddybär böse sein kann. Teddybär, aber so ein Horror-Teddybär mit Klauen und so. Also mit Klauen. Ich finde, ihr Miner, ne? Also wer da draußen minert, ihr seid viel, viel schlimmer als die ganzen PvPler. Ihr zerstört das Environment ohne Rücksicht auf Verluste. Ihr raubt dem Universum seine Ressourcen aus. Ihr hinterlasst Trümmerfelder. Hinter euch zieht ihr eine Spur des Todes her. Da, wo ihr wart, fehlen die Materialien, um Leben zu formen. Ihr nehmt das ganze Universum auseinander. Euch ist egal. Euch ist egal, was hinter euch bleibt. Ihr fliegt dahin und nehmt euch einfach, was ihr denkt, was euch gehört, was die Natur euch geschenkt hat, ohne Rücksicht auf Verluste. Es wird einfach und von der Regierung geduldet. Ihr steckt mit der Regierung unter einer Decke. Mit manchen Regierungen habt ihr Verträge. Sowas muss bestraft werden. Und da bin ich der Erste. Da bin ich der Erste, der die Massen anführt und sagt, nieder mit den bösen Minern, nieder mit den Jagdgründen der Vernichtung. Ihr spielt Gott, ihr, die Miner stellen sich überall hin und blockieren meinen Spielstil. Ich kann da, wo ihr seid, darf ich nicht meinen PvP durchziehen, einfach so, wenn es nach euch geht. Ich darf nicht einfach machen, was ich möchte. Dann kommt die UEE und sagt, das ist nicht erlaubt. Ich werde gehindert an meinem Spiel. Ihr steht da mit euren tödlichen Todeslasern und zerstört die komplette Umgebung, dass da kein Raumschiff mehr durchfliegen kann, weil er alles voller Müll. Drecksminer. Könnte ich nochmal machen gleich. Das sind, glaube ich, nur Fakten. Das sind auf jeden Fall Fakten. Dass der Voodoo sich jetzt hier als Miner geoutet hat? Böse UE.
Piraten, wir sind, ja klar sind die Piraten die Grünen. Guck dir mal, die aktuelle politische Bild ist auch, wer Pirat ist, ist ja relativ nah dran an den Grünen. Oder an der Partei, die Partei. Sie ist sehr gut. Ne? Genau. Und wenn du, richtig, Wichtel, zieh doch mal so einen Meiner raus. Der ist sofort aggressiv. Der ist sofort aggressiv, der reagiert. Der knurrt und schießt und schreibt in den Chat. Die sind, das, der weiß, wo Geisteskind wohnt. Da weißt du, wo Geisteskind wohnt. Ich bin Mitglied. Ja, ich bin zahlendes Mitglied bei die Partei. Sie ist sehr gut. Ich reiße dann alles mit dem Thomas Lesedorian auseinander. Sehr gut, Brainping. Aber das machen, du machst das ja, weil du mein Kumpel bist, um ein Zeichen zu setzen. Du machst das ja nicht, um dich zu bereichern. So, Caterpillar, ne? Im Stadtrat. Ich kenne nur einen Ort, wo die Partei im Stadtrat ist, in Aachen. Bist du in Aachen? Dann sind wir ja Genossen. 14. Dann sind wir ja Genossen. 200 Stadträte, ja? Okay. Ja, ich kenne nur ja, aus persönlichen Gründen. Dann sind wir ja Genossen. Das ist ja Prost, ne? Die einzig wahre Partei. Stoppt die Veränderung. Wählt die Partei. Sollte der neue Patch in 2 Wochen, mir war so, sollte der Patch dieser in April, kann ich ja auch drauf drücken? In April kommt Patch. Angeblich. Ja, aber generell hier keine Politik, ne? Außer für die Partei, sie ist sehr gut. Die hat ja mittlerweile einen realpolitischen Flügel, ne? Und zu Recht. Wir haben mehr Mitglieder als die AfD. Das wollte ich nur mal sagen. Wir haben mehr zahlende Mitglieder als die AfD. So, jetzt genug mit Politik. Warum geht das Auto nicht an hier? Auto, geh an. An, Auto. Auto aus. Auto an. Türen auf. So. Habt ihr denn auch schon alle fleißig angepflanzt? Ich keim gerade noch. Wieso darfst du nicht? Na, da ist der Ice Skin. Nett, ne? Ach, in Österreich darf man das noch nicht? Echt? Ich habe die Samen in Österreich bestellt. In Österreich darf man das nicht ziehen? Ach, guck. Muss ich gar nicht. So, dann. Also, bringe ich das jetzt weg? Ich glaube, ich bringe das jetzt weg. Wo ist mein... Warum ist... Habe ich... Wo ist mein Auto? Ist das nicht auf Fürsten? Kann ich im Nicknack sehen, wo mein Auto ist? Ich glaube, das ist auf...
Hörsten. Everest Harbor. Sehe ich hier, ob mein Auto hier ist? Dann würde ich das nochmal machen. Oh Gott. Die Scout ist da. Aber wo ist mein... Das ist sehr, sehr unvorteilhaft. Habe ich das auf Arkorb geparkt? Arkorb. Arkorb Beijing. Nein, nicht auf Arkorb. Nicht auf Beijing. Wo könnte das gewesen sein? Warum ist denn meine Drake? Warum ist die denn auf Seraphim Station? So, da war ich ja. Hörsten, Ark L1. Da ist ihr Prospektor auf Arkorb L1. Da will ich nachher hin. Arkorb L1, Arkorb L1. Also fliegen wir nach Arkorb, dann gehe ich das da verkaufen, weil ich hier habe. Auf Ark L1. Warte mal, auf Ark L1 da. Da war ich ja vorhin. Dann gehe ich dann auf Ark L1 verkaufen, richtig? Das ist ja, da wird ja überhaupt nichts bei rumkommen. What? Wer hat mich denn aufgeschaltet gerade? What? Wer hat das gemacht? Wer war das? What? Habe ich da jetzt gerade eine Eklipse versucht abzuschießen? Habe ich da gerade versucht eine Eklipse abzuschießen? Wenn das einer von euch war, ist das nicht lustig. Ich guck mal, wer ist denn hier auf dem Server? Haben wir denn hier irgendwelche Piraten? Der Flatten Moki ist hier auf dem Server. Guck mal. Also ich habe ja nirgendwo niemanden aufschalten können, ne? Das ist ja interessant. Krieg ich eine Aufschaltung und mit einer langsamen, eine sehr langsame Rakete. Das, ich habe niemanden gesehen und mit einer langsamen Rakete, ist ja interessant. So, wo wollte ich hin? Ark L1, habe ich gesagt, ne? War bestimmt der Eclipse aus dem Stealth raus, auf jeden Fall. Ich habe es ja nicht aufschalten können und es war sehr langsam. Was auch immer mich da angeschossen hat oder versucht hat abzuschießen. Sehr, sehr, sehr seltsam. Roch wirklich nach Eclipse. Ich hatte genug Zeit wegzuspringen. Das kann kein Miner gewesen sein. IQ 200. Stimmt. Da ist was dran. Wo wollte ich? Da wollte ich ja gar nicht hin. Da will ich hin. Kann man mal sehen, wie viele schlimme Menschen es gibt auf der Welt, ne?
Wie viele schlimme Menschen es gibt auf der Welt. Eine Mole umgerüstet auf Torpedos. Ach ja. Ja, die Modularität kommt, ne? Die Modularität. Vielleicht so eine Eclipse einfach mit Drake-Tape unter die Mole geklebt. Und dann die... Das verlinkt. Mit einem Kabel. Mit so einem Klingeldraht einfach angeschlossen. Kann ja sein. Guten Morgen, Dexpon. Es interessiert mich trotzdem noch, wer das gewesen sein könnte. So oft, wie wir uns schon... Achso. Commander. So oft, wie wir uns schon im Stream getroffen haben, könntest du wissen, dass es ein Spaß war. Hä? Den kenne ich da irgendwo, ja. Wer könnte das gewesen sein? Reizt mich jetzt schon zu wissen. Die Modularität betrifft das alle Schiffe. Es gibt jetzt, also das erste Schiff hat jetzt mit Modularität ausgerüstet, wird in 323, ist schon bestätigt, ist die hilf mir mal ganz kurz auf die Sprünge. Hilf mir mal ganz kurz auf die Sprünge. Nee. Nicht die Tully, oder? Doch, irgendein Bomber, ne? War die Tully? Ich weiß nicht mehr. Und dann soll es erweitert werden. Also, dass man verschiedene Sachen dann in die verschiedenen Schiffe einbauen kann, die denen Modularität nachgesagt wird. Ich würde mich ja zum Beispiel über Modularität bei dem Ding freuen. Also, wer nicht weiß, das ist ja die Caterpillar. Das ist kein reines Transportschiff. Eigentlich ist das ein Multipurpose-Schiff. Wenn man sich hier mal diesen Teil hier anguckt, ich sag's mal ganz gerne, dieses da, der ist schon ziemlich alt, das da, was so aussieht wie ein kleines Mini-Raumschiff, ist tatsächlich ein kleines Mini-Raumschiff. Dieser Teil soll abgekoppelt werden können, dass du den großen Teil im Weltraum stehen lässt. Dieses Ding hier, abkoppelst und wegfliegst. Und wieder ankoppelst. Dieses Ding da soll auch schon, da sitzt man ja vorne auch drin. Und das große Teil soll man stehen lassen können. Du musst damit nicht zwangsweise landen. Und dann sind die. Und dann sind die Elemente hier. 5 Stück. Austauschbar. Hier sollen entweder, also aktuell sind es ja einfach. Storage Compartments. Da ist die eine Kiste mit dem Storage Compartments, aber da können auch andere Sachen rein. Wie zum Beispiel ein Scanner, eine Forschungsstationseinrichtung, eine kleine, eine, was auch immer die sich dabei ausdenken. Nee. Genau, Betten, Jump Point, Multi-Person Transporter, was auch immer. Die soll man austauschen können. Wer weiß? Who knows? Who knows, was passiert? Also, wenn Dolus mich ausgeschlorzt hätte hier, dann wäre ich nicht weggekommen. Dann hätte ich nicht einfach nur einen Torpedo bekommen. Dann wäre ich gewebt worden.
Area 18. Da jetzt den Landepunkt finden, ne? Lassen sich die Module mischen? Wissen wir nicht. Theoretisch würde ich sagen, ja. Wissen wir nicht. Es würde natürlich bei der Caterpillar zumindest würde Sinn machen, weil du brauchst nicht 4 Scan-Stationen. Vielleicht gibt es auch eine Scan-Station, also oder Langreichweiten-Scanner mit Drohnen-Bay, wo du 2 Apartments brauchst oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, das weiß CIG auch noch nicht. Ich gehe davon aus, dass das halt auch damit zu tun hat, wie viel Geld man damit machen kann, ne? So, das sieht alles sehr seltsam aus hier. So wie ich hier stehe. Okay, das liegt daran, dass ich über Kopf bin. So, irgendwo müssen. Da ist irgendwo. Ich gehe mal davon aus, dass ich dahin muss. Wie findet man das, ne? Area 18. Hier die Landestelle suchen. Landestelle finden ist eine Herausforderung. Du fragst einen Piraten nach Tipps fürs Mining. Das könnte interessant werden. Wer fragt? Wo ist das Brett? Ist das da? Nee, nee. Da ist dunkel, da ist was. Könnte es das sein? Das ist es nicht. Da ist was anderes. Das ist doch nicht der Landebereich. Wo ist denn der Landebereich? Wo ist denn dieses verdammte Brett? Es ist doch da. Ich fliege da mal rüber. Was ist das denn da? Das ist ein Schiff. Ist es das da? Das ist es. Oder? Möglich. Wir wissen es nicht. Ich mach mal Licht an. Das wird das sein. Was? Okay. Jetzt wissen wir gleich, wer es ist. Ist mir auf jeden Fall gefolgt, ne? Enmos. Ja, Enmos. Doof. Enmos. Ach, Chat geht wieder nicht. Ich frage mal, Enmos, what was the purpose? Was war der Grund?
What was the purpose? Your insurance claim has been sent. Please visit us again. Goodbye. Why did you follow me to Ark Corp? And... Ach, ist auch egal. Ist auch egal. Ist egal. Na, ist ja erlaubt. So, dann, was machen wir? Ich nehme mir... wir machen nochmal Mining. Glaube ich, oder? Ich bin heute nicht auf Kampf. Ich bin heute nicht auf Kampf. Ich will ja wissen, would like to know the purpose, the intent. Intent? Intent. Are you a pirate? Intent mit T am Ende, ne? Please visit us again. Captain Kita. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Ich würde es gerne wissen. Ich würde es wirklich gerne wissen. Ich will wissen, was in den. Was der Grund ist. Warum die einem dahin fliegen und dann. Rescue ist egal, ich nehme mal hier so ein Ding. Nee, ich liefere ihm gar nichts. Ich frage ihn doch. Ich bin weder salzig noch irgendwas. Schiff? Wo ist das Schiff? Ich hab das doch gerade. Muss ich noch? Hä? Ich würde es gerne wissen. Ich würde es wirklich gerne wissen. Pisst mich an, sowas. Klar pisst mich das an, sowas. Ich hätte halt gerne geguckt, wie viel ich dafür verdient hätte und dann. Um Geld geht's ja nicht. Vermutlich die Ukulele. Ja, genau. Passies. Ach, ich hab. Wieso hab ich den nicht? Hä? Okay. Übrigens, wer Snitch Citizen benutzt, ich wollte den mal hier eingeben. Es könnte sein, dass die Daten nicht richtig und vollständig sind. Das liegt natürlich an der Herkunft, die nicht von mir aus. Memento Mori. Estland.
Im Stream sogar. So, das speichere ich mir jetzt mal und dann wissen wir das beim nächsten Mal. Aber er sagt's halt nicht, ne? Estland. Wer geht da noch zu? Rorerax ist da auch hier drauf. Rorerax. Memento Mori. Vermutlich schlechte Menschen. So. Hätten wir das auch gelöst. Nothing, they give me no explanation. Wissen wir nicht. Macht das Sinn, vor dem Patch noch was zu sagen oder zu melden? Das glaube ich nicht. Ach, ich will nur wissen. Ich will eigentlich will ich nur wissen, was mit so Leuten, was da los ist. Ich würde es wirklich gerne wissen. Also, ach, der Chat, ne, der geht richtig schlecht. Still titled, I see. Lol. Okay. Na dann. Also nix. Also nix. Ziehen wir uns mal was an, ne? Sachen. Da. Davon habe ich mir 25 Stück gekauft. Piratenersatzteile für alle. Wie unnötig. Beinklappen, Handhölzer und Augenhaken. Loote mit, um Beute zu machen. Wie unnötig. Hallo, Mr. Bluescreen. Achso, anders hier zu Weaponstore. Waffen, brauche ich eine Waffe? Brauche ich eine Waffe? Brauche ich eine Waffe? Zack und Utility und alles ist kaputt. Und neu ausrüsten. Das sollte mich eigentlich nicht ärgern, ne?
Ja, danke, eigentlich alle, ne? Also ich sehe ja, ihr seid ja auch, dass ja die Goons und so weiter. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Es macht mich einfach. Also normalerweise würde ich auch das jetzt einfach abwischen und so. Aber gerade hat mich irgendwie. Ich war ja auf dem Suchen da zu landen und so. Was soll das? Ne? Ja, ich glaube nicht, dass der weiß, dass ich ein Streamer bin. Dann hätte er anders. Hätte er anders geschrieben. Morgen Full Out. Und da Real, schönen Dank für dein Raid. Ich bin gerade ein bisschen angefressen. Ich bin gerade ein bisschen angefressen. Meinst du, die Gefühle wären nicht so? Wenn du eine Erklärung kriegst, die heißt, schön, dass du dich ärgerst. Oder ob du eine Erklärung kriegst, hey, wir haben versucht, dich anzuschreiben. Wir haben versucht, wir wollen dein Zeug. Wir nehmen die Hälfte. Oder gib uns Geld. Oder irgendwas. Ja, aber das findet ihr doch gut. Also wenn dir einer sagt, so, hey, das freut mich, dass du jetzt tot bist. Das machen wir nicht. Das ist der Unterschied. Das ist ein Unterschied. So, lass dem Daryl auch ein Like da. Danke für Raiden, mein Lieber. Hallo, ihr Dazugekommenen. Ich finde... Also wenn aus dem Nix... Und dann ist er ist mir ja gefolgt, ne? Er ist mir ja gefolgt. Nee, Salty... Weiß ich nicht. Salty heißt ja irgendwie... Traurig eigentlich. So ein bisschen so ernüchtert und... Wenn er jetzt mal wenigstens gesagt hätte... Also mal angenommen, er hätte jetzt ehrlich gesagt so, ja, ich freue mich darüber, dass du tot bist. Einfach so. Ich meine, hat er ja gemacht. Er hat ja gesagt, lol. Ne? Ne? Wisst ihr, was ich meine? Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach traurig. Ich komme da jetzt gerade nicht so drüber weg. Natürlich ist das alles im Rahmen des Spiels und so. Also was soll ich den jetzt melden? Das mache ich nicht, ne? Also er hat ja keinen Grund. Das ist das Problem, was ich sehe. Also er hat ja keinen Grund. Kurze Zusammenfassung. Ich habe gestern gemeinert.
das geht ja nicht um Geld. Einfach mal so ein bisschen. Dann habe ich die Sachen raffiniert und die habe ich jetzt gerade abgeholt mit einer Caterpillar. Und bin nach A-Korb runter. Ich war schon über A-Korb. Hab den Ort gesucht, wo ich landen soll. Auf dem Weg, als ich losgeflogen bin, hat mir schon einer mit einer Eclipse wahrscheinlich ein Torpedo hinterher geschossen. War sehr langsam, ich konnte weg. Bin dann noch über Eck geflogen, damit ich nicht abgefangen werde. Bin dann an A-Korb angekommen. Also muss der vielleicht doch gewusst haben, wo ich bin. Ne? Und ich war in der Außenansicht, bin in der Innenansicht, hab so, krieg ich schon wieder eine Raketenaufschaltung? Da war die schon unterwegs und dann mich explodiert. Also wahrscheinlich auch wieder mit Eclipse. Über A-Korb, einfach so. Und dann hab ich ihn gefragt, was der Grund ist. Keine Antwort gekriegt natürlich. Ich hab gefragt, hey, ich würde gerne wissen, was und so weiter. Und dann hier, still titled I see, lol. Also so. Ich versuche halt, das hat mich so ein bisschen rausgebracht gerade. Ist ja auch menschlich. Ich find's halt scheiße. Machst du nix. Ich muss mir jetzt gleich nochmal einen Kaffee holen. Ja, die Motivation ist halt die Frage, ne? So. Ich meine, wen wird's nicht ärgern? Ich sag mal, wenn du in eine Piratenfalle reinläufst, also wenn er jetzt gesagt hat, gib mir was von deiner Ladung ab. Oder keine Ahnung. Also der Grund ist ja nicht für mich ersichtlich. Ja, ich weiß. Ich bin ja auch nicht wütend, würde ich nicht sagen. Ich bin halt irgendwie enttäuscht gerade. So. Hat mich so ein bisschen rausgebracht. Und denk drüber, passiert mir halt auch nicht so häufig, ne? Und, keine Ahnung. Wenn du so ein ungutes Gefühl hast im Bauch, ja? Schwierig. Finde ich auch doof jetzt gerade von mir, aber ich kann nichts dran ändern. Ich hole mir jetzt nochmal einen Kaffee. Ich bin gleich wieder da, dann machen wir weiter, ja? So, krieg nochmal was zum Looten.
Bones. Der kleine Bones. So. Da bin ich wieder. So, was? Gibt es PTO schon? Ich bin bei dir. Ich wäre auch genervt. Dein Plan war ein anderer. Ja, ja, genau. Also, ich will, wir reden ja drüber. Kann man ja auch mal drüber reden dann und dann erstmal runterschlucken. Ah, er ist von YouTube. Kannst du nicht antworten? Doch, du kannst antworten. Wie von YouTube? Hä, wieso sagt der, macht der Bot nicht beide? Warte mal, macht der Bot nicht beide? Doch, der Bot übersetzt da hin und her. Wenn du hier schreibst, siehst er das auch. Ne? So, ich würde... Ja, ja, der Bot übersetzt in beide Richtungen. Dann steht da ein YouTube und bei denen steht Twitch. Also die YouTuber sehen das und so weiter. So, aus Sicherheitsgründen würde ich jetzt den Server einmal wechseln, weil man weiß halt nicht, ne? Ich gehe einfach auf Nummer sicher. Ich wechsle jetzt einmal den Server. Um das wenigstens einmal abzublocken. Na. Naja, jeder operiert halt in seinem Dings. Ich, zum Beispiel Piraterie machen wir ja, mache ich auch. Ich weiß auch, das fühlt sich Pan an auf der anderen Seite. Ich habe mal ganz am Anfang, ganz selten, als noch gar nicht viel ging, wieder mal so, bin ich auch bei Leuten ins Schiff und habe das geklaut. Und du, dann stellst du dich dann auf den Fahrstuhl, fährst mit drauf, da kann er nichts machen. Konnte er nichts machen, ist immer noch das gleiche Problem. Die Art der Piraterie, habe ich relativ schnell gemerkt, ist voll scheiße. Weil du so total ausgeliefert bist. Weil du so wirklich, du hast so gar keine Möglichkeit einzugreifen. Du kannst da nichts machen. Außer du hast Leute, die dir dann irgendwie da unterstützend helfen. Das ist eine Scheißpiraterie, finde ich. Also, das kann funktionieren später. Oder an anderen Orten oder so. Oder wenn du dann irgendwie ins Schiff reinkommst mit Hacking oder keine Ahnung, das finde ich okay. Aber dich da drauf zu stellen und zu warten, bis er dann das Ding hochfährt, also Caterpillar zum Beispiel, den Aufzug hochfährt oder aufmacht, du läufst rein ins Schiff. Das sind Sachen, die finde ich scheiße. Die sind so, sind die Kacke. Das heißt, das ist so meine Moral, mein eigener Anspruch. Andere sehen das anders. Das ist meine Moral, mein Anspruch. So möchte ich das Spiel nicht spielen. Also diese Methoden, diese Mechaniken will ich nicht benutzen. Ne? Rappel ist was anderes. Wenn du dahin fließt mit der Intention und du gehst dann, und da kann auch geschossen werden, aber an so einer Safe Zone dich dann, also wenn du früher halt Sachen gekauft hast an einem Outpost oder so und da ist dann Safe Zone, du kannst dich ballern und so weiter. Das ist der letzte Scheiß. Rappel kannst du schießen, das ist was anderes. Rappel ist was anderes. Aber ihr wisst, was ich meine. Diese Art von Gameplay finde ich kacke. Das ist keine Piraterie, das ist nicht gut, weil das so ein Ausnutzen ist. Ich finde auch scheiße, Leute einfach wegzuschießen. Auch nicht meins. Ja, so wie jetzt zum Beispiel gerade. Das ist halt... Och, alles so sinnlos, so. Piraterie, um Geld zu erwirtschaften, um irgendwie, der hat was, ich will das haben, das ist Teil des Spiels. Ich finde aber auch, wenn du ein, ich habe immer wieder so ein Beispiel, das habe ich schon oft gebracht, die jetzt das kennen, sollen weghören. Schon oft gebracht. Du bist Händler. Du fliegst eine Station an, um da Gold zu kaufen oder zu verkaufen oder was auch immer. Dann kommen zwei kleine Fighter angeflogen und schießen auf dich. Und wenn du nicht abdrehst, schießen die dich ab. Ohne was zu sagen.
völlig okay in dem Moment, weil du nicht weißt, was die da machen. Die könnten zum Beispiel von einem anderen Händler den Auftrag bekommen haben, halt mir die Station da unten frei. Ich will da handeln. Ich möchte nicht, dass da irgendjemand Gold kauft oder verkauft, das will ich machen. Wenn also die den Auftrag haben, da für Ordnung zu sorgen und die mit Waffengewalt dich da wegzuscheuchen, dann ist das nicht sinnloses Abschießen. Also nicht so, haha, du hast ein großes Schiff, ich habe ein Torpedo, du bist weg. So wie das jetzt passiert ist. Ich differenziere da. Du weißt halt nicht, du kannst halt dem Typen nicht in den Kopf gucken. Deswegen habe ich gefragt, was ist die Intention gewesen? What was the purpose? Hat der einen Auftrag gekriegt, mich zu töten? Hat der, was weiß ich, hat der Spaß daran? Ja? Wir wissen es nicht. Er hat jetzt LOL geschrieben, haha, du bist ja immer noch angepisst. Ja, schön, super, das trifft mich nicht. Mich trifft, dass das so sinnlos ist. Ich finde wichtig, dass da irgendwie ein Spielsinn hintersteht. Ja? Deswegen ist das für mich so eine Nullnummer. Deswegen macht mich das traurig, dass das so war. So, das sind so meine Gedanken. So viel zum Thema, jemand ist auch angepisst, wenn wir Piraten dich rausholen. Meiner Moral, meiner Idee-Vorstellung, und ich glaube, da trifft eher so auch den Kern von Star Citizen, ist, es muss so ein Grund da sein. Es muss irgendwie, es sollte ein Grund da sein, es sollte ein Beweggrund existieren und nicht nihilistisch, ich bin der Psychokiller, ich lege alle um und dann scherble ich mir da einen drauf. Das ist der falsche, für mich der falsche Weg. Melden bringt dann eh nichts. Ich denke nicht, dass sein Leben da jetzt wahnsinnig viel besser durch wird, wenn er mich abgeschossen hat. Und ich denke nicht, dass mein Leben dadurch schlechter wird, weil er mich abgeschossen hat. Einfach so. Dann soll er das weitermachen. Ja, wenn das sein Lebenszweck ist. So kann man, aber es kann ja sein, dass jemand einen Auftrag hat. Und dann ist das okay, Sid. Du weißt es halt nicht, du kannst nicht reingucken. Ich habe ja gefragt, ist es ja... Und wenn dann jemand noch beleidigen wird und so weiter, dann ist für mich das sowieso das Ende erreicht, dann ist auch, hilft auch keine Diskussion oder irgendwie irgendwas. Dann ist das halt einfach so, wie das ist. Ne. So, wir sind jetzt auf dem US-Server. Ich fliege jetzt nochmal rüber nach A-Corp, mache eine Runde Mining, damit der Fexi auch wieder sagen kann, oh, da habe ich was gelernt beim Gux. So, jetzt geht es mir wieder besser. Ich habe ein bisschen gebraucht, alles ist gut. Der macht überfallen werden Spaß. Der macht bestimmt keinen Spaß, wenn du überfallen wirst. Zugucken macht Spaß, selber überfallen macht Spaß. Aber überfallen werden macht bestimmt keinen Spaß. Obwohl, einige hatten wirklich Spaß. Und wir haben auch schon richtig auf den Sack gekriegt. Ne? Mein Tipp immer noch. Du wirst überfallen. Raus aus dem Sitz. Raus aus dem Schiff. Guck, dass du nicht gefunden wirst. Wenn du eine Railgun bei hast. Viel Glück. Und dann macht sie den richtig Ärger. Rache. Ach Quatsch. Warum ist ein Spiel? Wenn man Leuten Schlechtes wünscht, wünscht man sich selbst auch Schlechtes. Ich meine, ich bin auch nur ein Mensch. Natürlich wünsche ich manchen Leuten Schlechtes, aber... Weißt du, ich kenne Leute... Aus meiner Vergangenheit, das waren richtige Arschlöcher. Die mussten 25, 30 Jahre alt werden, bis da richtig nette Typen draus geworden sind. Ich habe da so ein, zwei Beispiele. Die brauchen vielleicht einfach Zeit. Vielleicht hat auch einer eine richtig schlechte Phase und bedauert das hinterher. Bedauert das hinterher ganz furchtbar, was er da gemacht hat. Und ist sich darüber bewusst, dass er... Wo ist das Scheißding, was ich gerade hatte? Ich will ja auch nicht der Allesversteher sein und so weiter. Aber was machst du jetzt? Soll ich den melden und dann... Ja, aber das ist doch auch... Dann ist das doch auch, was die Leute wollen. Ja, Rollenspiel machen wir. Das ist ja kein Rollenspiel. Wir spielen das Spiel. Rollenspiel ist das nicht, Gensor. Wir spielen das Spiel. Hä? Ich hab die doch gerade gecallt. Wieso ist das Ding denn schon wieder nicht da?
Ich habe doch gerade auf Retrieve geklickt. Bin ich denn doof? Oder hat mein Gehirn mir gesagt, ich habe auf Retrieve geklickt, aber habe nicht drauf geklickt? Retrieval. Ey. Retrieve. Nee, kommt nicht. Da. War da, ist weg. Ich bin doch nicht. Okay, ich wechsle den Server nochmal. Ich bin doch nicht doof. War da, ist weg. War mit den Steinen gestern auch. Ja, ich bin massiv traurig, wenn ich mit der Ballista aus dem Leben poste. Das ist gut. Weißt du, gibt ja die. Nee, du hast zwei Wölfe in dir. Einen bösen schwarzen und einen guten weißen. Welcher gewinnt? Die kämpfen miteinander. Welcher gewinnt? Den du fütterst, der gewinnt. Gibt da das alte Sprichwort, ne? Den Wolf, den man füttert, der gewinnt den Kampf. Da hilft nur ein Lied. Das stimmt, das könnte sein. Da ist ein Wolf, der hat viel Hunger, der sitzt in der Ecke und macht mir Kummer. Der andere Wolf ist weiß und strahlend schön, der weiß, wie das Leben funktioniert, der will lieber Liebe geben. Und der weiße Wolf geht auf den Dunklen zu, reicht ihm die Pfote und die beiden sind im Nu. Ein paar Freunde geworden, ein bisschen grau, ein bisschen hell. Der Wolf, der ist jetzt hell im Kopf geworden und denkt auch manchmal nach. Was mach ich nur, was macht das mit meinem Nachbarn, ach. So, und das Lamm. Der Wolf, Hurz. So, komm, war gar nicht so schlecht. Für aus dem Ärmel geschneidert. Für aus dem Ärmel geschneidert. Schön ein hinter der Schrankwand gejammert. Nein, ich versuche ja besser zu werden. Wenn du 20 bist, kannst du das nicht. Wenn du 30 bist, kannst du darüber nachdenken. Wenn du 40 bist, wird es vielleicht interessant. Wird es vielleicht besser. Wenn du 50 bist, hast du die Gelassenheit. Da bin ich noch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Du machst es einfach. Weißt du, die Alten, ne, die haben so Sprüche und die stimmen. Diese, mal von Gott abgesehen, an den ich nicht glaube. Ich bin ja Atheist. Ne, aber Gott gibt mir die Gelassenheit. Ne, gibt mir die Fähigkeit zu ändern, was ich ändern kann. Die Gelassenheit, Dinge zu lassen, die ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, zwischen beiden zu unterscheiden. Und das sind so alte Sprüche und die stimmen einfach. Ja klar gewinnt manchmal der Schwarze, weil er auch gefüttert wird. Ich versuche, es ist einfach so, ich versuche ein besserer Mensch zu werden. What the fuck? Warte mal, ich nehme mal einen anderen Terminal. Nee, Bob ist ja selbst Atheist. Bob rät ja dazu sogar. Bob Gott rät ja zum Atheismus. Hangar 5, ja, aber... Wie oft soll ich die... Bam, weg. Der Marker ist ja auch weg. Der kommt und verschwindet. Warte mal, ich nehme mal ein anderes Schiff. Eclipse. Hangar 5. Okay, dicht am Schiff, nicht an der Eclipse. Aber... Ich will aber die! Ich kann meine Pisces nicht rufen. What the fudge? Ja, dann nehme ich was anderes. Was habe ich denn hier? Hurricane.
Hurricane ist auch geil. Komm, wir fliegen mal mit der Hurricane darüber. Hangar 5. Immer noch. Ja, wahrscheinlich. Muss ich gleich mal dran denken. So, wo muss ich jetzt nochmal hin? Wo ist die Prospektor? Habe ich vergessen? Ist mir noch nie passiert, Horst. So, das ist auch ein geiles Schiff. Die wird richtig geil im Master Mode. Die Hurricane. Vorne 2x S4 dran, oben 4x S3. Die macht richtig Aua. Mit zwei Mann. Richtig, ein richtig nices Schiff. Hier vorne sind ja die 2x S4 dran. Das wird sich ja auch ändern, weil da ja auch Gimbals dran kommen. Dann kommen da sowieso S4 dran. Also hoffe ich mal. Weiß das einer? Kommen da automatisch S4s dran an das Ding? Sind die dann von Haus aus? Nee, ne? Wo ist denn Hurricane-Skin her? Aus dem Shop. Den habe ich gekauft. Den finde ich echt geil. Das ist einer der ganz, ganz, ganz wenigen Visuals, die ich mit Geld gekauft habe. Geil, ne? Ich lieb's auch. Ne, Scorpius finde ich nicht gut. Ich mag die nicht. Ich finde dieses mit den Flügeln und so, das finde ich kacke. Ich mag das nicht. Natürlich finden Leute einen Weg, Scheiße zu bauen. Und Menschen, es gibt halt einen ganzen gewissen Prozentsatz an Menschen, die aus deiner Sicht, aus meiner Sicht, Scheiße sind. Aus anderen Sichten nicht. Weil das, was wir jetzt hier vielleicht doof finden, auch wenn, bewegen wir das mal ein bisschen zur Seite, sagen wir mal nicht, der hat den abgeknallt, der ist Pirat. Finden andere voll scheiße. Und wir hier dann en gros nicht, aber aus unserer Sicht, also aus meiner Sicht war das Kacke, was der gemacht hat. Doof. Ätzend. Ich versuche halt ein besserer Mensch zu werden. Ich bin halt auch nicht mehr 20. Du denkst halt anders über Sachen. Ich erstmal nach Hela. Ich hab keine Ahnung. Scorpius ist zu zerbrechlich. Das kann sich alles noch ändern, Crossbow. Das kannst du gar nicht so sagen. Das bestimmte Dinge sind ja noch gar nicht richtig implementiert. Immer noch nicht. Ne? So, Arc L1, habe ich gesagt, ne? Da steht die Kiste, ne? Arcor brauche ich ja jetzt nicht mehr. Kann ich meine Reste einsammeln? Falscher Server. Mann, ey. Und Sprung. Ja, geiler. Also den Skin finde ich auch, den mag ich sehr. Den habe ich auch für meine MSR. Ich habe da den schwarzen, aber den habe ich auch für die... Habe ich den für die MSR? Ich glaube schon. Auch geil, wie man an den Planeten hier vorbeispringt, oder? Welches Spiel hat das, ne? Weil ich hatte ein bisschen war was drin, nicht viel. Das waren die gemeinerten Klamotten. Du schaffst das schon. Ich denke, da werde ich, wichtig, ich glaube, da kommen wir nie an, ein besserer Mensch zu werden. Da kommen wir nie an. Das ist einfach, der Weg ist am Ziel. Ich habe auch Tage, da könnte ich außer Haut, weil da bin ich schlimm. Und manchmal bin ich ein bisschen besonnener. Und dann bin ich froh, dass ich so Tage habe, wo ich mal ein bisschen besonnener bin. Machst du nichts, ist einfach so. Ich glaube, du kannst. Ich fand, eine der herausragendsten Erkenntnisse von mir, und ich wette von jedem von euch, wenn ihr mal zurückdenkt an eure Jugend. Bis zu einem gewissen Alter denkst du, boah, die Erwachsenen.
Also mal abgesehen davon, du denkst so, boah, die sind doof, die haben keine Ahnung, das kommt später. Also, boah, ey, und wenn ich dann erwachsen bin und dann habe ich alles unter Kontrolle und dann weiß ich auch und dann geht das so, das ist so weit weg und ich verstehe das alles nicht. Also ich sehe das jetzt in meinem Sohn zum Beispiel, der so aus meiner Sicht halt auch ein bisschen noch einfach gestrickt ist. Und, ey, worüber die Erwachsenen ja alle beneiden, die Jugend, dass du so noch offen bist. Für. So, auf jeden Fall, als Jugendlicher, mir ging es jedenfalls so, denkst du, boah, die Erwachsenen, ah, und so. Und irgendwann bist du an dem Punkt, da bist du erwachsen, da bist du 20, 21, 25 und dann merkst du so, ey, scheiße, du hast überhaupt gar keine Ahnung. Du weißt gar nicht, irgendwann, du machst alles zum ersten Mal, du weißt gar nicht, wie man eine Steuererklärung macht. Du weißt gar nicht, wieso muss ich da jetzt zu dem Amt? Was ist das für ein Mist? Wem muss ich da jetzt anrufen? Du hast überhaupt keine Ahnung. Ach, das passiert in einem halben Jahr. Oh, das muss ich zurückzahlen oder das muss ich machen oder dafür bin ich verantwortlich. Und du weißt gar nichts. Und dann rallst du mit 40, dass das überhaupt nicht mehr aufhört. Du wirst einfach nur ein bisschen sicherer. Aber dass du im Grunde genommen, dass du als Jugendlicher gedacht hast, wenn du erwachsen bist, ist alles safe. Ja, falsch. Und das ist so die geilste Erkenntnis, die ich so hatte, glaube ich, in meinem. Ne? Ja, Behörden, was auch immer. Egal, was das ist. Menschlich. Du lernst immer was Neues. Das ist für mich die geilste Erkenntnis gewesen von 14 auf 25, irgendwo dazwischen so, okay, die haben überhaupt gar keine Ahnung, die stolpern alle durch die Gegend, die wissen gar nichts, wie man wählt, wie die Landesregierung aussieht, was in Milch drin ist, ob vegan gut oder schlecht ist, warum ich hier arbeite und nur 20 Tage Urlaub habe. Ne, so, das finde ich halt. Da heißt einer Gorlock the Destroyer, der ist auch gemein. Ja genau, die ersten 20 Jahre denkt man ist ja super, ne? Hurricane ist richtig geiles Schiff. Ich bin natürlich jetzt hier alleine drin, ich wollte einfach mal irgendwas nehmen zum Fliegen, ne? Millionenkilometer. Explorers Germany, da kann mir nichts passieren. Den habe ich doch vorhin auch auf dem Server gehabt hier. Bin ich wieder auf dem gleichen Server wie vorhin? Ich glaube, ich bin auf dem gleichen Server wie vorhin. Aber das Nom-Ding ist nicht mehr da, ja. Wie auch immer der nochmal hieß. Ja, Only Lou, genau. Leider. Das wäre eine 98 Jumper-Fixie, ja. Da siehst du, wo die Kohle ist. Bah, Origin, ey. Nee. Origin. Bah. Eklig. Bah! So, ich mach mal eine Umfrage. Ich mach mal eine Umfrage. Wo ist denn hier? Was ist das denn? Wieso ist das denn hier? Abstimmung. So, ich habe mal eine Umfrage gemacht, die könnt ihr euch da oben, könnt ihr euch abstimmen. Origin, Schiffe. Ich bin da beim Bach. Origin. Bach, ihr geht pfui und ich find's gut. Könnt ihr abstimmen. Das sind die Umfragen bei mir sind alle gerickt. Ne? Generell. Ja, einer sagt auch pfui, der zwei bin ich auch bei. Bah. Ich bin bei. Bah. Alles ist in Schwarz schön.
Ist ja nicht umsonst das kleine Schwarze. Pfui, auf den Boden spuck. Pfui, wah, Origin. Du mit deinen, das sind doch keine Suggestivfragen. Suggestivantworten. Die Frage ist ganz neutral. Die Antworten haben es in sich. Falls ihr es nicht bemerkt habt, die ersten drei sind negativ. Nur eine ist positiv. Ne? Ey, so ein Wanta-Black, ne? Können Sie mal machen, so ein Wanta-Black für Raumschiffe. Auch Monitor schwarz genannt, weil wenn du dir halt auf dem Monitor anguckst, kriegst du ja schwärzer als dein Monitor, geht's nicht, ne? Aus, Monitor aus. So, ich muss irgendwo landen. Irgendwo. Wo? Da. War nichts geschafft heute, ne? Einfach nur hätte fast ein Wort gesagt. Rumgehangen. Auch schön, ne? Das Verse ist auch hübsch. Auf jeden Fall. Kann man auch mal einfach rumhängen. Außerdem ist bei Star Citizen nix mal eben. So. Welches Wort? Er wollte Lümmel sagen, ne? Ja, so ähnlich. Rumgelümmelt. So, die Ergebnisse sind da. Origin. Haben sich ein paar verklickt. Die haben auf Ich find's gut geklickt. Ich glaube, ihr wolltet sagen, geht so. Geht so. Da die meisten sind aber... Ne, das ist... Fast die meisten sagen nicht gut. Und alle, die hier Bach gesagt haben und Igitt und Folie, dem möchte ich gratulieren. Dann für euch mache ich jetzt mal Loot. Die anderen dürfen nicht mitlooten. Also offiziell dürfen die anderen nicht mitlooten. Ne? Ja, alle, die jetzt looten, finden Origin auch scheiße. So, das ist hier die Loot-Abstimmung. Ne? Das ist klar. Sag mal, sagst du nichts dran dazu, sonst. Ich fordere Bann für die Origin-Lovers. Ja, nach dem Stream sortiere ich die aus. Ich kann das gar nicht sehen. Das ist ja total fair hier, alles von Twitch, ne? Ich kann das gar nicht sehen. So, das Store nochmal weg. Ich hätte das gerne oben. Kann man das im 323 bitte machen, dass die dann oben stehen? Ich hätte ja eigentlich gedacht, geht alles über Mumiglas, ne? Geht aber nicht, ne? Dann ich halt nicht. Doch, Starbuck, du darfst auch loben. Wo ist sie? Prospector, da ist er. So, Fexi, falls du zuguckst, das ist hier alles ein Test. Ich bin hier nur aus Testzwecken. Fexi, falls du zugucken solltest, er hat ja gesagt, er hätte mich gestern geguckt beim Mining. Das war ja nicht echt. Misk ist auch hässlich. Ja. Am Anfang war ich die gut, aber das ist jetzt nicht mehr. Wake. Ich finde Consolidated Outland auch richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Also der Style gefällt mir richtig gut. Guck mal hier, ich habe hier noch Mining Laser. Das sind die Standards. Ich bin ja noch ausgerüstet. Was ist denn ein Vox 2 Modul? Warum? Ich habe gar nichts zu trinken. Guck mal, gut, dass ich hier noch in dem... Boah, ey. So schlecht ausgerüstet. Ich habe mich nicht ausgerüstet hier. So, das brauche ich. Getränke. Ein XLRT-Modul. Ich habe keine Rüstung. Ich habe was zu trinken bei. Perfekt.
habe ich noch hier an. Hier vor Ort. Guck dir das an. Ich habe kein Dings, ne? Knackhilfen-Rucksackteil. Muss ich das noch holen? Ich fliege jetzt raus. Sonst wird das nichts mehr. Ich fliege jetzt raus. Die schönste Verkommen erst im Spiel mit der neuen Schrott. Schrott. S-C-H-R-O-T-T. Crap. Heißt sie nicht Crap? Drake. Ach, Drake ist super. Muss ich tanken und so? Können? Ich kann nochmal tanken und reparieren, falls noch was ist. Und dann fliegen wir nach L3. Wir haben gelernt. Wir haben gelernt. Drake ist doch schon Schrott. So, Arc L1. Und dann fliegen wir nach L2. Nach L2. Arc L2. Nee. Nee. Schon wieder hier. Red Monster Star Citizen Cheat Sheet. Mineable, das brauchen wir gleich. Location Surface, ne, so. Wo bin ich? Was ist denn mit Arc L2? Ist das richtig? Arc L2 ist Quantanium hoch. Quantanium und Gold, Arc L2. Arc L2, super. Aber die Größe ist groß, ne? 2 bis 9. 2 bis 9, Arc L3. Aber es gibt auch kleine. Arc L2. Okay, Arc L2. Check. Arc L2. Kann ich nicht auswählen. Arc L2. Und das suchen wir. Sehr gut. Auf geht's. Wie wird man ein besserer Mensch? Ich glaube, einfach sich das bewusst machen und immer weiter, immer weiter. Immer weiter. Weitermachen, nicht aufgeben. Einfach versuchen. Auch mal sagen, okay, komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Lass deine Meinung auch zu. Auch wenn du doof bist wie ein Stück Brot. Origin. Origin ist Schrott. Herkunft. Heißt, Origin heißt ja Herkunft und das ist meistens, ja, Reste. Reste. Recycelt. Besserer Mensch. Besserer Mensch. Besserer Mensch. Vielleicht ist man besser. Weißt du, ich habe ja hier meinen Hund, ne? Der Bones. Ja, der Bones. Wer den Hund nicht kennt, warte mal, da muss ich nochmal runterklappen. Wer den Hund nicht kennt, hat alles verpennt. Habe ich auch. Habe ich gepostet, ne? Hier. Im Browser öffnen. Das ist mein Bones, ne? Und das ist mein Knie. Das ist die große Couch. Ich sitze hier auf dem Sessel. Das ist meine Gitarre und das ist meine E-Gitarre. So, das ist der Bones. Der hat ja nur. Also, der Kopf ist so. Und das Gehirn ist wahrscheinlich nur so. Das ist ein guter Mensch, der seine eigene Scheiße frisst. Das ist ein guter Mensch. Und wenn du das Ohr hier hochhebst und das andere Ohr auch, dann kannst du so einen Luft, dann kann man den Luftzug hören, wenn der so am Ohr vorbeigeht auf der anderen. Dann pfeift er so ein bisschen so. Der hat ein goldenes Herz, der Kleine. Also wir haben das vergolden lassen mit Blackgold. Der hat ein goldenes Herz, ist ein ganz lieber Köter. Eine Töle, aber hat halt nur ein paar ganz wenige Eigenarten. Ich will Liebe, ich will fressen, ich will spielen. Oh, das riecht gut. Lass mich dahin, tu mir nicht weh. Das Bones. Das Bones. Und das ist, glaube ich, beneidenswert. Wiedergeboren werden als so ein Hund.
Ganz einfach. Ganz einfach. Der linke oder der rechte? Das ist Bones. Ich bin nicht Bones. Simples Tier. Einfacher Tagesablauf. Kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ja. So ist das. Beneidenswert. Will ich da hin? Eigentlich will ich da hin. Kann ich da nicht hinspringen? Wieso kann ich nur zu der Station? Wieso ist da eine Station? Seit wann hat denn Ark L2 eine Station? Ark L2 hat eine Station? Menü 483. Bones in Knochensoße. Hä? Lively Pathway Station. War ich da jemals? Haben die auch eine Refinery? Seit wann haben die denn? Plenty of beside restock, repair, several shops, pursue provisions and refreshments. Die haben keine Refinery, alles klar. Nee, nicht jeder Lagrange-Punkt hat eine Station. Nee. Nicht jeder Lagrange-Punkt. Ja, MIG L4 zum Beispiel hat keinen, steht dann hier. MIG L4 hat keinen, MIG L2 hat keinen. Michael 3 hat einen, ne? Ne, Michael 3 hat auch keinen. Ark L5 hat auch keinen. Hier, Crusader L5, 4 hat Reststop. Also hier gibt's keine. Da gibt's keine. Das steht dann immer dabei. Hier gibt's eine und so. Da, wo du bist, steht auch nicht dabei. Okay, die stand sonst dabei. Ich wollte gerade sagen, Ark L5 hat doch eine Station. Ark L5 hat doch eine Station. Ja, Ark L5 hat eine Station. Wieso wird das nicht angezeigt? MIG L3 hat doch auch eine Station. Aber hier, die hat keine Station. Ne, MIG L5, MIG L4. Aber nicht jeder Lagrange-Punkt hat eine Station. Forest Station, haben die jetzt alle eine Station? Hier, Crusader L3 hat keine. Crusader L3 hat keine. Aber das ist ja blöd. Das ist normalerweise, hast du da drauf geklickt, dann hast du hier gesehen, hier Beschreibungstext, ne? Ecow Station, wahnsinnig weit weg. L5. Okay. Ja, okay. Also ranzoomen ist dann die Methode. Ich war hier noch nie, glaube ich. Also der Name kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Livery Pathway Station. Aber scheint nur die L1 haben Refineries, kann das sein? Ja, Interieurs abchecken. Könnte man auch mal machen. Wir docken da gleich mal an. Also falls wir jetzt nicht hier... Ich würde schon gerne wissen, ob die eine Dings haben. Waren die wahrscheinlich nicht. Wo ist das? Plenty animals. Besides being able to restock and refuel, visitors can rest up and several shops, aber keine... vielleicht keine Dings. Jeder Lagrange, except Crusader L2 und Crusader L3. Heiße Station. Ah, okay. Okay, da waren früher wahrscheinlich mehr, die keine Station haben. Dann haben sie halt reingepatcht in, kann sein, 319 oder so. Das kann sein. Ich meine, wann fliegst du da hin? Da brauchst du ja normalerweise auch nicht. Die sehen ja auch sehr gleich aus. Die Frage ist, hat die Station 2 eine Dings, eine Refinery? Wenn ich jetzt gleich da angedackelt komme mit Quantanium und die hat keine Refinery, ist blöd, ne?
Mal angenommen, ich finde Quantanium. Okay, wir fliegen mal rein in die Suppe hier. Ja, auftanken, ja, aber hat die eine Refinery. Na, geht schon los. Ich hämmer erstmal vorbei. Die Form der Station sehen und dann kann ich die Raffinerie erkennen. Ist es schon wieder verschwunden oder? Ne, da ist es noch. Es ist ja direkt dran. Da ist der Stein, da ist der Stein. Ich sehe ihn. Mein Zoom geht nicht mehr. Voll doof. Geht der Zoom nicht wegen dem... Oh, Stein! Wo ist er? Er sieht klein aus, aber groß genug, um mich zu töten. So, ein E-Typ. Ach, E-Typ ist doch super. Was ist drin? Lass gehen. Komm, mach auf, das Ding. Hallo. Ist auf jeden Fall easy. 1000. Beryl. Super. Richtig gut. Warte mal, ich mach mal den Schnorchel rein. Kann ich dann wieder zoomen? Den Schnorchel rein, habe ich gesagt. Ah, okay. Ich kann nicht zoomen, wenn der Schnorchel draußen ist. Wenn diese Verstrebungen sind, ist dann Refinery sicher. Ich würde mich da nicht drauf verlassen. I wouldn't Dingsbums on it rely. Wie der US-Amerikaner sagen würde. Oder wie der amerikanisch sprechende Portugiese sagen würde. I wouldn't rely on it. So, hier nochmal Loot für euch, damit ich nicht noch mehr Blödsinn quatsche. Ja, was sein. Das war alles hinter mir. Dann fliegen wir mal da runter. Das sieht doch super aus da. So. Da, 14 Kilometer, da fliegen wir hin. Schön im Drift. Hallo. Kilometer. Ist da jetzt noch was oder ist da noch was? Ja, da müsste ja noch was sein. Ist das jetzt schon gespawnt oder? Ist jetzt nicht mehr da oder? Ist das jetzt nicht? Doch, da sind. Ah, guck mal, 4 Steine. Schön. Mining. 5 Steine, 6 Steine. Boah, ey, spawnt bloß rein. Nicht wie gestern. Echt jetzt? Echt jetzt? Habt ihr gesehen gerade, ne? Ich gebe dem Server kurz eine Gelegenheit, die scheiß Steine rein zu spawnen, bevor ich anfange auszurasten.
Stress, 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 ein Stresslied, Stress, Stress, Stress. Versetz mich in Stress, dass die Steine nicht kommen. Stress, Stress, ah, Stress. So. Geht wieder. Sicher, hier waren ein paar Steine für mich. Die sind nicht mehr da, ich schlag mir ins Gesicht. So ein paar Steine brauch ich sehr für mein Mining-Automobil mit Mining am Schlotzverkehr. Darum gibt's Stress, 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 Stress. Ah, Stress, ich dreh durch, ich hab so einen Stress. Ah, Stress. Ah, Stress. Ich kann nicht mehr. Stress. So, dann geht's weiter, meine lieben Stress. Dann geht's weiter. Ich scanne nochmal. Vergibt's bitte. Dauerstressschleife. Hallo und herzlich willkommen in der Dauerstressschleife. Wer für Stress nicht die E-Gitarre sinnvoll? Ich finde, Ukulele hat die Fähigkeit, alles auszudrücken. Sowohl Stress als auch Struss, Strass und Stress. Tri, Chinesi mit die Kind, Tri, Biss. Sie snippt die Strisi in die Zielten sich wies. Die Kim, die Pilizi, was ist denn dies? Tri, Chinesi mit die Kind, Tri, Biss. Darfst du auch nicht mehr? Ist hier wieder kulturelle Aneignung, weil Kontrabassisten gesagt haben, wir haben noch nie einen Chinesen gesehen, der einen scheiß Kontrabass spielt. Ist sofort kulturelle Aneignung. Ich habe ein schönes Ding von Ricky Gervais gesehen. Dieses kulturelle Aneignung ist ja auch so ganz neu, ne? Ist ja auch so, das ist ja das aktuelle, das ist ja das Kultur, ja, das heißt ganz neu nicht, aber so. Du darfst ja, also Dreadlocks darfst du nicht und so weiter und so fort. Oder wenn du, keine Ahnung, irgendwelche komischen Soul-Lieder singst oder wenn du, was weiß ich, schwedische Gerichte kochst. Ist ja, wenn du nicht Schwede bist, wenn du nicht Afroamerikaner bist, ist ja alles kulturelle Aneignung, wenn du was machst. Dann muss man aber auch sagen, in Amerika, ne? Das ist von Ricky Gervais, habe ich nicht ich gesagt. Ist das ja so, wenn die Schwarzen untereinander benutzen ja halt N-Wort, ne? Aber das haben ja auch wir erfunden. Ne? Das ist ja auch dann ja auch nicht in Ordnung, wenn die das nutzen. Da sind wieder Dinger. Und spawnen die rein? Warum spawnen die nicht rein? Da waren vier Stück. Was ist denn das? Was ist das? Da waren Steine, die sind nicht reingespawnt. Ey, das macht so keinen Spaß. Das macht so keinen Spaß. Wie kann man als Miner das nur überleben? Dreadlocks darf man, nordische Kultur, genau, nordische und Jamaikaner. Ja, der ganze Scheiß, ne? Das ist das nicht ein Witz? Ist das nicht ein Witz? Ich versuche den nochmal. Da waren gerade ganz viele Punkte zum Reinspawnen. What the fudge? So, wir fliegen mal schneller ran. Was auch immer das ist. Es ist weg. Es ist auf jeden Fall schon mal weg. Das, was hier gerade war, ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr da. Ich fliege jetzt dahin. Das Spiel macht mich fertig. Da brauchst du mehr Geduld, als an den OMs zu stehen und auf Reclaimers zu warten. Ehrlich.
das macht mich fertig. Das ist Player, das ist Game-induziertes Griefing. Da, da ist auch wieder einer aufgepoppt. Da, ein Stein. Und vier Steine, das sind die. Und jetzt fliege ich hin und bitte, komm in Existenz. In Existenz. Warum nicht? Warum? Warum nicht? Griffi, halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Griffi, die ganze Zeit wieder am Labern, ne? Kann ich besser? Kann ich besser? Was machst du da? Das sieht aus, als wenn das einer nicht kann. Das bist du und so. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Es ist ein Whisky. Oh, ich sehe gerade, der Whisky hat beim Giveaway gewonnen. Ach nee, habe ich vertan. Schade. Ey, jetzt, das ist das vierte Ding, weil ich hier anfliege. Das kann doch nicht sein, dass das weg ist. Oh, oh, oh. Ja, ja. Schnauze, habe ich gesagt. Was mache ich hier? Was ist da mit dem Spiel? Warum ist das so? Warum immer ich? Warte, warum? Star Citizen mag mich heute nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Cyberpunk gespielt, das stimmt auch. Das stimmt auch. 13.30 Uhr. 13.30 Uhr habe ich Fußpflege. Also ich verdiene mir was dabei. Ne? Ich mache bei Leuten Fußpflege. Das ist ein Fetisch von mir. 13.30 Uhr habe ich Fußpflege, da wird besser. Mining ist das best ausgebaute Game Loop. Wenn die Server erstmal laufen, bitte fasst euch an den Händen, bitte. Oh, Server, wir sind dankbar für das, was wir haben. Wir sind hier zusammengekommen. Und möchten uns bedanken für die Dinge, die wir sehen können oder nicht sehen können. Wenn die Server erstmal laufen, meine Freunde, dann wird die heilige Heiligkeit und die schönheilige Schönheit über uns hereinbrechen, wie Flutwellen, die sich durch unsere Herzen schwemmen. Und uns begraben unter ekstatischen, netzwerkartigen Serversachen. Nee, das überzeugt mich nicht. Es ist besser. Es ist viel besser. So. Sehe ich anders. Ich arbeite noch dran. Die erste Star Citizen Kirche der Server-Meshing. Wenn die Server erstmal laufen, meine lieben Freunde, meine lieben Herrschaften, Freunde, da Leute, wird alles gut. Die Entrückung der alten Server ist nah. Dann werden die neuen Server auf die Erde herabsteigen und uns mit ihrer Anwesenheit Glückseligkeit verschaffen. Lobet die Server. Lobet die Server. Preiset die Netzwerke. Und verachtet den Teufel in Gestalt des D-Syncs. D-Sync, der Teufel persönlich. I held the line, genau. Schon im Buch I held the line.
Absatz 1, Vers 12 steht geschrieben. Steht geschrieben. 200 Bild habe verschenkt ich. Abos. Bald. An die lieben euren Dexpan, dankeschön. Verschenkt Abos und seid fruchtbar. Vermehrt den Space-Glauben. Amen. Atheismus. Ja, Atheismus ist für die Kleingeistigen. Such dir doch einfach einen scheiß Gott aus. Ja? Such dir einen aus. So, jetzt sind wir, jetzt geht weiter. Jetzt, pass auf, einen haben wir noch. 13, nee, dich du nicht, oder? Oder ganz woanders hin. Da, wir fliegen da lang. It's a game with the best community. Richtig. Lese ich im Chat. Ach, das ist das Spiel. Das ist das Spiel mit der besten Community. Ach so, ich habe gedacht, das wäre ein anderes. Nein, da fallen wir nicht drauf rein. Da fallen wir nicht drauf rein. Wir gehen dahin, wo die Steine sind. Wir gehen dahin, wo die Steine sind. Folge den Steinen. Der kieselige Weg der Minoritäten. Da wollen wir hin. Da sind die Steine. Hier wird Steingeschichte geschrieben. Da, wo der Miner seine Unschuld verliert. Weil er zum Messer greift und seinen Kumpel absticht im Raumschiff aus Wut. Da sind Steine. Da. Da. Ganz viele Steine. Ganz viele. Guck mal. Seht ihr die? Seht ihr die? Und weg sind sie. Da waren die Spawnpunkte. Wieder. Da waren wieder die Spawnpunkte und weg. Da sind so ganz kleine, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt auf dem 1080 runtergedingsten. Wenn du näher rankommst, verschwinden die, die sind noch da. Die sind nicht da. Normalerweise müssten dann ja die Icons passieren. Aber ich sehe ja gar keine Steine. Die müssten dann in die Existenz reinpoppen. Ich sehe diese kleinen, die Spawn-Punkte quasi. Und dann kommen normalerweise, erscheinen die Steine, LOD und so weiter. Aber ist weg. Ist wirklich weg. Die sind dann nicht mehr da. Die sind weg, fort. Ich zeige euch das nochmal, falls das so ist. Also, wir suchen nochmal so einen Keimpunkt. Ich weiß nicht, ob wir dahin fliegen wollen. Ich will was Frisches. Will ich was Frisches? Ich will dahin. So, dahin. Da vorne taucht gleich was auf. Pass auf. Die sieben Star Citizen Plagen. Damals, als die Netzwerke noch frisch und klar waren und der Pharao, der Server-Pharao, predigte, baut mir ein Monument aus Filament. Guck mal, da ist was, aber er zeigt jetzt auch noch nicht mal mehr einen Dot an. Pass mal auf. Zeige jetzt noch nicht mal was an. Dann nehmen wir den da. 13 Kilometer. So, 13 und 12. Da muss doch was passieren. Das kann doch nicht sein, dass die nicht auftauchen. Schließ doch mal schneller gegen Nicht-Existenten. Gleich kriege ich wieder. Das letzte Mal, als ich beim Mining nicht gut ausgesehen habe. Da habe ich Rage quittet. Und dann hat die Community gesagt, ich wäre ein Arschloch. Übertragen. Da, pass auf. Seht ihr diese ganz kleinen Punkte da? Seht ihr die? Die da. Das sind die Steine normalerweise, die jetzt spawnen müssten. Ich bleib mal hier stehen. Vielleicht passiert das dann. Das sind die Steine. Seht ihr diese Gekrissel? Da. Und jetzt sind sie weg. Weg. Da hätten die normalerweise spawnen müssen, tun sie aber nicht, weil irgendein Fehler ist. Das heißt, im Programmcode ist, okay, hier sind die, wir haben jetzt, das Universum hat gesagt, okay, hier waren random, hier ist das Ding,
Ah, okay, 12 Steine, 3 Steine wird. Positionier. Ja. Und jetzt populate die auf den Server. Der läuft in irgendeine Abteilung rein, sagt, okay, gib mir einen Stein, zufällige Werte. Oh, hier ist ein Fehler. Reset, Stein weg, nächster Stein. Okay, Fehler, Stein weg, nächster Stein. Das passiert da gerade. Das passiert da gerade. Kein Bock mehr. Heute nicht gut. Heute nicht gut. Ich fliege nach die Spawn-Bubble. Komm, wir labern noch ein bisschen. Heute nicht gut. Was machen wir? Mit Nachfrage auf Gux. Mining? If Gux kleiner als 10.000 Meter despawn. Habt ihr Wünsche? Musikwünsche? Kann ich, soll ich euch noch ein Ei braten oder... Vacu läuft schon. Ach, guck mal, ging ja schnell. Und ist gut? Hast du nicht gelesen, was ich schreibe? Fehler ist Layer 8. Also du bist das Problem. Okay. Wann kommt der neue Patch 2.23? 3.23. Ich denke... Wie wär's mit der Runde? Horst, du Sack! Nein, drüber. Hä? Geh mal in den Scan-Modus. Ach so, ja, aber das hilft ja nicht. Die sind ja weg. Du siehst doch, die sind da, da sind sie weg. Die sind ja überhaupt nicht mehr, die poppen ja gar nicht in Existenz. Ein anderes Spiel zum Abregen. Abreagieren. Was haben wir denn noch? Ein Gebetslied. Was haben wir denn? Pass auf, was habe ich noch? Enshrouded habe ich noch nicht die neuen Versionen angeguckt. Die siehst du nur im Scan-Modus. Die sind nicht da. Die waren nicht da, die siehst du nur im Scan-Modus. Die Steine sind gar nicht aufgetaucht, Starbuck. Die waren dann weg. Die Steine sind gar nicht da. Hast du das nicht gesehen? Es sind die kleinen Dinger. Und normalerweise tauchen die auf. Die sind die ganzen, die auch, ich war ja nah genug dran. Die Steine sind nicht da gewesen. Junge. Wie oft habe ich die jetzt, bin ich die Steine angeflogen? So, ich habe noch Potion Craft, Ready or Not, Insurgency, New World, okay. New Man's Sky, Hellish Quad, Hell Let Loose. Boah, Hell Let Loose. Will ich mir die Fresse nochmal polieren lassen? Auf Planeten geht Minon. Hat zwar Nervenkosten beim Einbau, hat sich aber 200% gelohnt. Echt? Es ist schön leise alles und so, blubbert nicht. Hast du mehr Demut und Ehrfurcht? Nein, auf keinen Fall. Wer sich das antut, wer sich Mining antut, der hat genug inneren Frieden, dass er mit Piraten zurechtkommt. Findling. Nein. Denn Miner sind die Umweltzerstörer, die sich einfach jeden Stein nehmen und zerlegen. Umweltschweine, noch und nöcher, die fliegen ja so SUV-Mining-Schiffe. Ich mach die einfach platt. Wenn ich Piraterie, dann ist das Pirat, das alte Sprichwort Pirat bleibt bei deinem Holzbein. Es ist so und es ist besser so. Und diese Miner, das sind alles Menschen, die verachtenswert sind. Der Onkel macht nur Spaß, ne. Viel leiser ohne Geblubber, bei sehr viel höherer Kühlleistung. Schön, freut mich. Muss ich das auch mal einbauen? Da gibt es bestimmt schon richtig gute Systeme mittlerweile, ne? Ach, will ich das? Platz habe ich. Ich habe sogar, ich habe so einen großen Tower. Ich kann das sogar da einbauen in das Ding komplett. Miner sind schmerzbefreit. Das glaube ich auch. Miner haben kleinen. Nee, meine haben einen echt langen, einen großen. Die haben auf jeden Fall, die müssen menschlich
so zurück sein, dass das die müssen äußerlich, das müssen richtig gute Menschen sein. Äußerlich. Wenn du das aushältst, wenn du als meiner, wenn du den Schmerz erträgst, die Game Loop, wenn du das schaffst, dann kannst du alles spielen. Dann kannst du alles spielen. Dann ist dein Leben quasi, dann ist das ein Spaziergang. Dann machst du in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit, machst du die Steuererklärung von deinem Onkel. So eine harte Sau bist du, wenn du meiner bist. Kein Mensch weiß, wie ein Miner so tickt. Ist verrückt, weil der so alles blickt. So ein Miner, der ist echt abgebrüht. Ich weiß nicht, ob der das auch im Schlafen übt. Kann Miner denn überhaupt sterben? Ich glaube nicht. Wir werden es nie erleben. So ein Miner ist echt unglaublich hart. Und für Frauen ist er wirklich zart. Der Miner ist eine komische Figur. Keiner war je Miner nur. Wenn du ein Miner bist, wie kann es sein, dass die Leute auf dich reinfallen? Reinfallen. Oh, Miner ist kein Miner. Bist du mit einem Miner verheiratet? Da fehlt der Reim komplett. Ach Gott. Leute, ey, seid ihr meiner? Wenn ihr da draußen, wenn ihr meiner seid, meine Hochachtung. Absolut. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber. Hier ist nochmal Loot für euch. Jetzt gibt es einen kleinen Handhölzer. Meiner in die Schlacht. Genau. Gebt den Meinern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. Die Werk gehört in meine Hände. Dem PvP ein Ende. Genau, vor dem eine Schweigeminute. Wir werden in Grund und Boden gemeinert. Meiner an die Macht. Ich meine, so einmal in 3 Monaten habe ich die Schnauze voll. Was ist denn mit der Game Loop nicht? Das war ja gestern auch schon. Das war ja gestern auch schon so. Das scheint ja jetzt ein regelmäßiges Problem zu sein. Junge, was machst du da? Hier, ich kann mal so. Oder auch nicht. So, guck mal. Also, was machen wir da? Guten Morgen. Bist du meiner? Kannst du dir eine Plakette abholen? .323 ist nicht da, ne. Ich habe auch keinen Zugriff. Aber es soll jetzt angeblich, wenn die Builds besser werden. Aktuell gibt es EPTU ja nur für die Evos. Der letzte Stand, den ich habe, ist, wenn die einen stabilen Build rauskriegen, sollen jetzt in den nächsten Tagen die ersten Waves zugeschaltet werden. Ja, genau, auf dem Boden klappt es zuverlässig richtig. Ja, richtig, sicher. Genau. Planetenmining geht, genau. Und wenn ich da ankomme, ist das wieder so buggy, dass das wieder dahin, na, im Aaron-Belt geht's. Im Aaron-Belt kann man Mining machen. Oder in diesem anderen Spiel hier, Deep Rock Galactic, da kann man Mining machen. Ich habe gesagt, halbwegs. Die sollen mal hinmachen, ja. Also, wie gesagt, EPTU für die Evocatis und wenn die in einigermaßen halbwegs guten Build hinkriegen, sollen die Waves zugeschaltet werden, denke ich, aufs PTU. Wenn die Server besser werden, richtig. Aber das ist das, was stand in Message of the Day oder so. Habe ich die Spatzenpfeifens von den Dächern. Im Halo war ich vorhin solo mit der Mole unterwegs. Mining ging dort. Sebo.
Hier. Für den Miner im Aaron-Belt. Meine Hochachtung. Du hast Eier aus Stahl. Sonne. So. So. Also. An euch Miner da draußen. Ich würde gerne mit euch befreundet sein. Weil wenn ich euch, ich bin ziemlich sicher, wenn ich euch als Freunde hätte, wenn ich nur einen Hardcore-Miner als Freund hätte, dann werden alle meine Probleme gelöst, weil der Miner an sich als Mensch, der kommt vorbei und löst einfach alles an Problemen. Der Miner an sich, da muss innen drin, muss ja so eine Ruhe, der hat das Chi erfunden, der Miner. Das geht gar nicht erst. Wenn der in ein Dojo reinläuft, dann verbeugt sich der Meister automatisch. Ich kann mir das nicht anders erklären. Oder wenn du in eine Disco gehst, du hast sofort eine Traube an Frauen um dich rum oder Männern, je nachdem, die dir einen ausgeben wollen. Guck dir doch an, die Scheiße. Da kann doch kein Mensch ruhig bleiben. So ein Miner schwebt doch auf dem Weg zur öffentlichen Haltestelle. Der fährt ja auch nicht mit dem Auto, weil kann ich mir nicht vorstellen. Der ist ja, das geht gar nicht anders. Ich brauche auf jeden Fall mal so Aufkleber, irgendwie so Support Your Local Miner oder so. Also Mining God oder so für Leute, die brauchen. Also ich würde mir da nie hinten draufkleben aufs Auto, weil ich wäre unwürdig. Ja. Miner klauen sich nicht gegenseitig die Fracht aus dem Laderaum. Doch, das würden die machen. Da bin ich sicher. Und der eine Miner, der dem das klaut, würde das machen. Und der andere Miner wäre total entspannt. Er würde sagen so, okay. Ach, dann hole ich mir da drüben. Ich habe ja 3 Monate Zeit, um mir noch mal was zu besorgen. Ich gehe jetzt erstmal mir einen Tee machen und ich komme morgen wieder. So. Ich kann mir das nicht anders erklären. Junge, Junge, Junge. Also. Das kann man doch nicht spielen. Mining. Das ist doch klar, dass die Leute illegal werden. Siehst du? Meine ich einem auch den Frachtraum leer. So ist richtig. Das ist auch richtig so. Gärtner. Geduld und hartnäckig. Der wird dann so lange an dem Stein, selbst mit Fingernagel, wird dann so das alles rausgekratzt, das letzte bisschen. War schon mal einer von euch bei euch? Kennt ihr bestimmt von D-Max oder so, dieses Goldwaschzeug? Da gibt es ja diese großen Firmen, ne, die dann so hier das aus dem Yukon da rausfischen. Da gibt aber auch die Leute, die losgehen und eben in so einem Flussbett und so weiter. Das würde ich mal gerne machen. Aber das sieht sehr anstrengend aus. Aber ich finde das geil. Also eigentlich hätte ich gerne, dass mir irgendeiner, ich gehe da mit hin, ich baue mir dann ein schönes Zelt auf und dann warte ich und dann hole ich mir, dann sagt er hier, das ist dein Gold. Das wäre super, das will ich mal, so geile kleine Goldkörnchen. Das will ich mal gerne machen, aber das zu machen ist bestimmt richtig anstrengend. Der Weg nach unten ist geteert, zu dem Fluss hin, für mich, ja. So, was machen wir? Ich kann nicht mehr da rein. Ich kann da nicht mehr rein. Das geht nicht. Ich kann jetzt nicht mehr. Macht einen Vorschlag. Aber Cyberpunk steil ich. Enshrouded müsste ich updaten. Ich habe mal gemacht, immer Gold waschen. Reicht mich nicht geworden aus deiner Erfahrung. Hast du denn überhaupt was gefunden? Gold waschen? Wichtel? Irgendwas gefunden? Erzähl uns mal, wie man in Schiffe glitscht. Keine Ahnung, machen wir nicht.
nur raus. Und dann zu den unpassendsten Augenblicken. Also glitschen oder du, wenn du Indie, wenn du zum Beispiel ein Boarding machst und mit dem EVA, was nicht gut funktioniert aktuell, da soll er richtig geil werden. Ich habe gehört, der ist richtig super. Und du glitschst dann in die Wand rein und ich muss einer umlegen, damit du da rauskommst. Das, ja, das weiß ich, wie das geht. Da musst du einfach nur unter Strom irgendwie was machen, was nicht, was wichtig ist, dann glitschte. Das weiß ich. Das kann ich dir sagen. Aber wie man das absichtlich macht, keine Ahnung. Man findet schon Goldblättchen, echt. Ist doch, die Flüsse sind halt doch voll, ne? Diese Windungen. Es sind ja alles Goldprofis mittlerweile, wenn du so eine Sendung guckst. Da, wo die Flüsse so meandern und dann in den Beuteln hinten drin, ne? Da, wo das so abgeschwemmt wird. In den Beuteln. Ja, ich nehme einfach irgendein Wort und dann setze ich das ein. Anstatt das richtige Wort zu nehmen. Ich hätte jetzt auch Leiter sagen können. In den Leitern. Da, wo die... Ich nehme Beutel. Beutel finde ich gut. Taschen. Das wollte ich sagen. Taschen. In den Taschen, wo die Flüsse so diesen Lauf haben. Ich suche mir einfach Worte aus. Komm, ich erfinde ein neues Wort. Glömschel-Rap. Glömschel-Rap. So, hab ein neues Wort erfunden. Glömschel-Rap. Meine Lieben. Gott, was ist das für ein Stream heute? Gibt's denn was Neues? Hat denn Star Citizen? Ich habe noch ein bisschen Zeit. Bis zur Fußpflege. Soll ich euch noch was erzählen? Oh Gott. Ach, ich habe eine Idee, was wir machen können. Hier, Wichtel hat mich ja draufgebracht. Ich weiß nicht, ob das gut wird. Das können wir machen. Boah, ich habe eine super Idee. Aber für Star Citizen. Geht das auch an? Ah, da geht's an. Ich habe eine Idee. Glömschel-Rap hört sich an wie Prost. Ist auch. Glömschel-Rap ist so eine Art, ist so ein Zuprosten, aber mit drei Gläsern. Glömschel-Rap, wenn du so da hast, du hier so kleinere Gläser dazwischen und ein. So. Glömschel-Rap! Ist, wenn du mit drei Gläsern und die dann nacheinander trinkst. Mach doch mal ein React. Ja, ist gut, ich habe eine Idee. Ich muss kurz was starten. Also Prost. Zwischenprost, sagen wir. Zwischenprost. Weil Prost hört sich so endgültig an. Zwischenprost ist so das vor dem Prost. Zwischenprost. Ein Kochstream. Ich koche doch schon. So, soll ich mal gucken hier, ob meine Pflanze schon gekeimt hat? Müsste jetzt eigentlich kommen. Warm genug ist es? Es ist feucht. Also ich habe schon eine Pflanze, die hat auch schon Blättchen und so. Die eine ist kaputt gegangen. Jetzt habe ich eine andere Methode hier. Ich habe hier so eine, das ist eine Super Skunk Automatik. Da ist ein Keimling drin im Wasser. Der ist auch schon untergegangen. Das heißt, der saugt sich gerade voll. Der ist Brokkoli. Selbst gezogen. Und wenn der keimt, kommt er in den Topf. Jetzt bin ich neugierig. Du hast mich draufgebracht. Also draufgebracht nicht, aber du hast mir das quasi. So. Ich stelle mal kurz was ein. Wir können einen schnelleren nehmen vielleicht, aber ich lasse auf 512. So, okay, dann. Also, meine Lieben, ihr könnt mit mir jetzt, ist lustig, wir generieren, ich glaube, ich muss mich ein kleiner machen. Wir generieren jetzt mit Stable Diffusion Bilder. Also, man kann sowas, ich mach jetzt nicht so viele Schritte, damit das ein bisschen schneller geht. Wir können ja noch verfeinern. Also zum Beispiel, Giraffe in a Spaceship. Giraffe in a Spaceship. Bam.
So, jetzt geht er los, jetzt rennt er los. So, Giraffe in einem Spaceship. Das ist jetzt ein kleines Bild, damit das nicht so lange dauert. Weil sonst kannst du, so. Nee, verführt nicht. Ich habe das ja schon vorher gemacht, aber er hat mir das Tool hier gezeigt. So, Giraffe in einem Spaceship. So, ich habe hier so Sachen vorbereitet. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, das Ganze bitte als Detailed Majestic. Detailed Majestic, das gleiche Ding nochmal gerendert. Nee, feuchte Watte nicht. Wasser ist viel einfacher. Ich nehme ihn dann raus, feuchte Watte, der braucht sich nicht festhalten, der Samen. Der kommt einfach raus und sobald er anfängt zu keimen, kommt er in die Erde, Fuß nach unten, Rest geht von alleine. Feuchte Watte brauche ich nicht. So, er rendert noch. Ja, jetzt Detailed Majestic Giraffe in einem Spaceship. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Und zwar ist hier, da sind so Sachen drin, wie zum Beispiel Highly Detailed Majestic Surreal Painting with Gold, Bright Sprinkles, Broken Glass. Das sind so Sachen, die automatisch dann hinzugefügt werden. Fine Detailed HDR, Detailed Background. Und dann gibt es hier noch so Floral, Insignia, das kann man alles da hinzufügen. Eine Piratengiraffe, okay. Pirate Giraffe. Wir können das mal nehmen. Wie heißt das Tool? Automatic 111. Da gibt es auch, also wenn du dann zum Beispiel, hier gibt es keine Beschränkung. Du heißt, du kannst ja auch Sachen machen, die der normale, der Web, gibt es ja schon im Web, der das normale Ding nicht zulässt, ne? So, wir fügen mal hier so ein paar Sachen hinzu. Also, zum Beispiel Highly Detailed Majestic will ich jetzt nicht. Surreal Painting finde ich gut. Surreal Painting. Bright Sprinkles können wir auch weglassen. Broken Glass lassen wir auch weg. Sidelighting finde ich gut. Seitenlicht. Finely Detailed. HDR können wir auch weglassen. Detailed Background, ja. Dann gibt es ja noch More Details und Flora Insignia machen wir weg. So, also a pirate giraffe, cruel. Also eine cruel pirate giraffe in a dark spaceship. Und go. Ja, kannst du posten. Kannst du gerne posten. Wer sich dafür interessiert, gibt eine geile Reihe eigentlich von einem Typen, wie man das einrichtet, wie man das installiert hier auf dem Windows-System und so weiter. Der Spieleklecks, das müsste das eigentlich sein. Falls da einer Interesse dran hat. Ich kann das auch ein bisschen größer, obwohl das, wenn das so schnell geht, ist das glaube ich besser, ne? Ich kann das auch ein bisschen größer machen. Ich kann das auch 768, vielleicht ist das auch gut. Für die, die das interessiert, die sich da so ein bisschen mit auskennen, ich habe jetzt 25 Schritte gemacht mit Juggernaut XL Version 9 und Safe Tensors drin, damit das auch vernünftig klappt. Ich glaube, die muss man sogar einrichten. Da habe ich aber auch nicht genau eine Ahnung. Und da kann man so Spürkes machen, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt dieses generierte Bild und dann sage ich hier, ich möchte hier damit weiterarbeiten. Und das schicke ich jetzt hier rein, das Bild. Und dann kann ich hier so ausmalen. Kann ich hier die Augen zum Beispiel ausmalen. Sag hier so ein bisschen, der soll ruhig, also denoising wieder. Also er soll es wieder unscharf machen. Also der braucht, der Tool braucht so, muss man sich ein bisschen beschäftigen. Unscharf machen. Und dann male ich das hier mal so ein bisschen weg. Und sag hier, ich weiß gar nicht, ob ich das dazu schreiben muss. Sunglasses. Und zwar nur Größe anpassen. Maskiertes Inpainten. Ganzes Bild, Inpaint, ganzes Bild. Ich weiß nicht, ob das geht. Keine Ahnung, ich muss mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Und ich möchte gerne der Giraffe, die wir jetzt gerade generiert haben, einfach noch eine Sonnenbrille hinzufügen.
Es ist ein sehr komplexes. Ich habe jetzt auch stecke zum Beispiel nicht so tief drin wie der Wichtel vielleicht. Okay, das hat nicht gut funktioniert. Ich weiß nicht warum. Vielleicht muss ich noch stärker die Noisen. Ein bisschen größer machen. Giant Sunglasses 80s Style. 1980s Style. Mal gucken, ob das geht. Sampling-Schritte, nur maskiertes Polsterpixel, der noch draußen drumherum so ein bisschen was machen darf. Also hier können wir wieder 1 zu 1 und auf 768 gehen. Gucken, ob er das macht. Gucken wir mal, ob da besser wird. Also das Tool ist halt ganz cool. Aber es gibt schon neuere Entwicklungen. Das wird bestimmt auch irgendwann obsolet werden, wenn ich mir die Entwicklung von der Generierung angucke. Oh, da war jetzt ein bisschen viel vielleicht. Vielleicht hätte ich nicht so groß machen sollen. Wenn ich mir angucke, wie die Entwicklung der KI-generierten Bilder und auch Videos jetzt ist, wird es da sicherlich nochmal eine Überarbeitung geben. Also das Automatic, entweder machen noch eine Automatic 2.2.2. Du musst markiertes Inpainting verwenden, sonst verändert das ganze Bild. Habe ich doch. Markiertes Inpainting. Maskiertes Inpainten habe ich gemacht. Maskierter Inhalt. Nur maskiertes Inpaint-Bereich. Ach so, nur maskiertes. Aber hier. Maskiertes Inpainten. Inpaint-Bereich. Okay. Muss ich das hier anklicken? Nur maskiertes? Und ich weiß auch nie, ganz ehrlich, weiß auch nie, ob ich hier welche Sampling-Methode ich benutzen soll. Euler ist manchmal ganz gut oder so, aber dann fummelt sie richtig ein zusammen, ne? Gut, der ist gleich fertig. 30 Sekunden, gucken wir mal, was passiert. Müsste jetzt auch größer werden. Also das läuft im Browser dann. Also es läuft eigentlich im Hintergrund in einer DOS-Box, aber mit einem Webserver halt im Browser für die Darstellung. Müssen wir gleich fertig werden. Mal gucken, ob das klappt. Ein bisschen mehr impainted gerade. Ja, komm schon. Sieht noch genauso scheiße aus. Jetzt hat er hier ein Mädchen drauf gemacht. Da ist ein Mädchengesicht mit drin. Also nur maskiertes und nicht ganzes Bild. Okay, also nur maskiertes. Ich weiß nicht, ob man hier besser dieses SDE-Karas nimmt oder so. Oder das hier DPM-Karas. Ich habe keine Ahnung. 2M, SDE, SDE. Ich meine, das wäre schon mal ausgewählt. Ich weiß nicht, was die Sachen machen. Ich weiß nicht, was die machen. Ich lasse das so. Also, okay, drück nochmal drauf. Gucken, ob das jetzt schneller geht. Jetzt habe ich gesagt, nur maskiertes. Warum hat der hier so ein Menschengesicht reingemacht? Wie bescheuert ist das denn? So sieht das dann hier aus. Das ist das eigentliche Programm. Das läuft da so im Hintergrund. Automatic ist im DOS-Bereich. Also in der DOS-Box. Dann siehst du hier den Total Progress. Das bildet sich hier oben mit ab. Da rechnet die Karre rum. Und ach, man kann schon ganz coole Sachen machen, ne? Also ich habe ja auch schon ein paar Thumbnails damit gemacht. Kann man sich aber ein bisschen mit verrennen und sehr viel Zeit mit verbrauchen, weil ich dann ja auch eigentlich nicht will. Okay, scheint nicht zu funktionieren. Jetzt möchte er gerne hier einen Menschen reinmalen immer, wenn ich das so richtig sehe. Wahrscheinlich hätte er Sunglasses und 80-Style in Kombination mit irgendwelchen Menschen.
Wichtig sind hier diese Checkpoints, die man benutzt. Ne? Also ich habe hier ein ziemlich beliebtes Ding, was auch wohl ganz viel kann. 6,7 GB groß oder so. Also das scheint hier nicht zu funktionieren. Also müsste ich neu starten. Wir können, ja, er macht hier irgendwie ganz komische Sachen mit dem Bild. Wir gehen mal wieder zurück auf Text-to-Image, da wo wir gerade waren. Also, Horror and Pirate Giraffe. Giraffe. Full body standing in a hallway. Sci-fi hallway. Und go. Machen wir mal ein neues Bild. Gucken wir mal, was er kann. Also man kann hier wirklich... Ich nehme jetzt gleich auch gerne nochmal Wünsche entgegen. Was wir mal bauen können. Vielleicht ist 768 keine gute Idee gewesen. Jetzt rödelt er doch rum. Ne? Vielleicht hätte ich doch kleiner machen müssen. Weil wenn du dieses Diffusion Checkpoint nimmst, und ich weiß nicht, mit welcher Größe der trainiert wurde, ist das Ding besser in der Größe, in der es trainiert wurde. Juggernaut V9, Juggernaut XL, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch in 16:9 trainiert worden, dann ist die Generierung einfach schneller. Ich kann ja mal gucken. Gucken, in was es trainiert wurde. Steht dann dabei? Weiß ich nicht. Ja, für die, die interessiert, hier kriegt man auch die ganzen Modelle, kann man da runter, und das ist Juggernaut XL, die ganzen Modelle. Steht aber auch nicht bei, ne? In was das About this version. Iris. Kann ich jetzt nicht sehen. SD ist und XL ist 1024. Ich glaube, 1000, dann ist es XL. Dann ist es 1024. Ist es dann besser, in 1024 zu generieren? SD1.5. Wo sehe ich das? SDXL. SD, Base Model SDXL. Das größte Bild machst du mit dem Hyrex fest. Okay, dann gehen wir wieder auf 512, ne? 512 Vergleich. Da steht XL im Namen, ja, aber da steht Basis ist SDXL Lighting. Das heißt, da weiß ich nämlich auch nicht so genau. Guter Hinweis, Wichtle. Das heißt, ich könnte sagen, hier mit dem Hi-Res-Fix. Ah, okay, Hi-Res-Fix. Dann kommt der Upscale oder was? Upscale-Faktor. Das heißt, ich könnte von 512, ich mach's in 512 und dann geht's hoch oder was? Also, oder muss ich hier 1024 reinschreiben? So? Nee. Hi-Res-Fix? Nee, das ist ja. Nee, da muss ich auf 512 da. 512. Von 512 auf 1024. Perfekt. Dann geht's auch schneller. Ah, verstehe, dafür ist das da. Aber mit Horror hat das wenig zu tun hier, ne? Ja, aber es ist falsch. Was heißt ja, was ist falsch? Ja, aber es ist falsch. Der größere Bild machst du mit dem Hi-Res-Fix, ja? Wieso habe ich denn noch...
Ach, ich habe noch Detail Majestic an. Okay, verstehe. Das ist ja blöd. Lustig. So, und das heißt, ich mache nicht High-Res-Fix oder was? Ich drücke da jetzt noch einfach so drauf. Mal gucken, wie lange es dauert. Ich bin auf 512, habe einen High-Res-Fix auf 1024. Ich generiere jetzt in 512 und dann gehe ich auf 1024 hoch. Das wäre auch völlig okay für mich. Wie lange dauert's? Mal gucken. Ich hatte noch hier eine Vorlage drin, die ich nicht haben wollte. Ach, das geht jetzt schneller. Okay, einigermaßen. Mit 25 Sampling-Schritten. Also, wie gesagt, ich fummel da auch immer rum. Keine Ahnung. Ich benutze das ganz gerne mal, um Thumbnail zu machen oder so. Ist das jetzt falsch? Also muss ich auf 1024 gehen und den High-Res-Fix ausmachen. Alter, du, ich verstehe dich nicht. Also so, ich mach's so. High-Res-Fix aus, 1024, go. Weil 512 war relativ schnell. Ich will jetzt hier nicht minutenlang warten, um die zu generieren, die Sachen. Das meine ich. Bizarrer Moment, hier reinzukommen. Ja. Ach, du hast so viel Schönes verpasst, Leute. Deswegen sitzen wir jetzt hier und machen Thumbnails für Star Citizen. Ich wollte einfach noch ein bisschen Zeit überbrücken. Ich war... Achtung, wir werden verfolgt. High Resolution. Ich weiß, was High Res ist, aber High Res.fix von mir aus. Es dauert doch noch sehr lange. Aber kleiner kann ich natürlich auch machen. Ah, da. Sehr gut, Wichtel. Zwei ganze Sätze, die ich verstehen kann. Perfekt, danke. Aber wenn ich 1024 mache, dauert das Rendern ja wieder länger. Aber ich kann kleiner machen und dann, ne? Das reicht ja erstmal, um quasi ein Seed zu kriegen. Da könnte man ja von weiter wieder nochmal, oder das quasi Ding dann auch nochmal hochrechnen später. Dann gehen wir wieder auf 512, machen keinen High-Res-Fix. Und dann sind wir ein bisschen flotter. So, der Scale auf 5,5 ist, glaube ich, ganz gut. Jetzt ist er hier aber am Rödeln, ne? Ich würde gerne eine Horror-Giraffe haben. Das ist überhaupt gar kein Horror. Horror-Pirate-Giraffe. Full-Body. Standing in a Sci-Fi Hallway. Hall. Ich mache mal nicht Way, ich mache mal Hall. Michael Myers. Michael Myers? Michael Myers Style Pirate Giraffe. Full Body. Michael, so was kann man schreiben. Michael Myers Style. Mein Gott, das dauert ja immer länger. Abbrechen. Kann ich das abbrechen? Abbrechen. Abbrechen. Der wird nicht fertig. Abbrechen. Abbrechen, bitte. Horror hinzufügen und extra. Du meinst hier die Checkpoints oder was, ne? Die Checkpoints. Oder Lora? Ein Modul wie ControlNet. Okay, alles klar. Ja, ControlNet habe ich auch noch nicht so richtig verstanden, muss ich ehrlich sagen. So, das hat er jetzt abgebrochen. Also ich habe mich damit auch nicht so wahnsinnig tief beschäftigt, ne? Das hat er jetzt abgebrochen. Wir können nochmal draufklicken. Michael Myers Style Pirate Giraffe. Full Body und so weiter. 5,5 in 512 und go. Da dürfte jetzt deutlich schneller gehen wieder. Hoffentlich. Ja. Ein ControlNet bietet ja die Möglichkeit quasi so... Dinge zu tun, ich habe keine Ahnung.
Model. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ganz ehrlich. Ja, da kannst du das mischen, ne? Das hast du mir schon mal gezeigt. Das hast du mir schon mal gezeigt mit anderen Sachen. Aber das habe ich, keine Ahnung, so tief habe ich mich nicht damit beschäftigt. Das soll jetzt Michael Myers sein. Sieht auch seltsam aus. Giraffe, full body, full body, pirate clothing and eye patch, standing, yelling at a chimpanzee. Sci-Fi-Chimpanzee. Mal gucken. Go. Also war jetzt nicht so. Wir gehen mal einen anderen Weg. Wir gucken mal, ob wir surrealer werden können. Also die Hall ist ja schon mal Sci-Fi-mäßig hier, aber die habe ich jetzt weggedrückt. Man muss halt so ausprobieren, ne? Du testest halt verschiedenste Sachen. Wird alles auch gespeichert automatisch in den Ordnern, die du angibst? Okay. Habe ich Schimpanse falsch geschrieben? Schimpansi? Okay, keine Ahnung. Jetzt hat die Giraffe mit dem Schimpansen vermischt. Okay, hat er falsch verstanden, aber bin mal gespannt. Wir gucken mal, was rauskommt. Also ich könnte das nicht malen. Das macht das Ding schon ganz gut. Ja, Schimpanse vermischt mit Giraffe. Ich müsste das irgendwie mein Foto realistisch ausmachen oder so. Okay, also das ist halt Giraffe. Full Body ist vielleicht falsch. Giraffe in Pirate Clothing. Clothes. Das Automatic 1111. Könnt gerne die Links nochmal posten. Dann kann man hier so Spürkes machen wie Disney Pixar. Giraffe in Pirate Claws, Eyepatch. Yelling in anger. Star in a Star Citizen Spaceship. Halle Detail, Serial Painting nehmen wir mal raus. Final Detail Background. Go! Also, das heißt hier, wie gesagt, Automatic 1111. Und das ist genau Stable Diffusion. Und Automatic ist das Tool, was dir hilft, die Sachen zusammenzubasteln. Also, das quasi die Oberfläche und der Tool. Um Sachen zusammen, um die Module zusammenzubringen und so weiter. Eine Giraffe in Pirate Clothes. And Eyepatch. Wo ist der Eyepatch? Yelling in Anger. Star Citizen Spaceship. Noch ist er erinnert ja noch. Er wird ja immer genauer. Wo ist der Eyepatch? Also Piratenklammer da schon mal an. Mehr oder weniger. Star Citizen Spaceship sieht auch gut aus. Yelling in Anger. Also das könnte Piraten Spacesuit sein, okay. Also Star Citizen Ship könnte sein, hinten Weltraum, ist schon ganz geil, eigentlich. Das kriegen wir irgendwie noch besser hin, vielleicht. Äh,
Standing Giraffe. Pirate. Pirate Setting. Eye Patch. Leerschrift vielleicht. Yelling to attack. Ich weiß nicht genau. In Star Citizen Space. Star Citizen Spaceship. Masterpiece ist immer gut, wenn man das da reinschreibt. Go. Es ist erstaunlich, wie man bestimmte Wörter. Also wird demnächst, bin mir ziemlich sicher, wird demnächst Jobs geben. Gibt es ja jetzt schon. Prompt Engineer, wo dein Job ist, Prompts zu schreiben für die KI, damit die coole Sachen macht. Was auch immer, ob da Bilder generieren ist oder Code oder. Ja, für Star Citizen Schiffe gibt's. Reicht ja, wenn er das ungefähr zeigt jetzt. Ich höre gleich auch auf. Ich wollte jetzt nur noch mal ein bisschen was machen. Ich wollte halt mal zeigen. Überzeugt mich jetzt aber auch nicht. Mir fehlen Sachen. Vielleicht ist das mit der Giraffe ein bisschen schwierig. Weil eine Piratengiraffe scheint ihm Schwierigkeiten zu bereiten. Okay, wir haben eine Giraffe, die seltsam aussieht, in einem Spaceship. Masterpiece ist anders. Ich mach mal. Standing Pirate in. Standing Giraffe in Pirate Uniform. IO Uniform and Eye Patch and Wooden Leg. Dann machen wir das mal weg hier. Masterpiece. Realistic. Foto. Perfect. Lighting. Go. So, jetzt habe ich mich mal beschränkt auf eine stehende Giraffe in eine Piratenuniform mit Eyepatch und Holzbein. Masterpiece, Realistic Photo, Perfect Lighting. Achso, und ich habe jetzt Disney Pixar hier dran. Deswegen sieht das so komisch aus, scheiße. Hätte ich mal weggemacht. Können wir gleich nochmal machen. Nein, wie niedlich. Achso, jetzt sind wir im Disney Pixar Bereich. Achso, ja, lustig. Mal gucken, was da rauskommt. NSFW vorne dranhängen. Ich habe so, natürlich habe ich auch damit rumexperimentiert und mal geguckt, habe ich auch hier Checkpoints dafür runtergeladen. Ich lasse das mal lieber jetzt sein. Das beißt sich natürlich hier. Perfect Photo, Realistic. So, das ist jetzt Disney Pixar Style. Den machen wir mal weg. Das sind so Vorbelegungen, die ich habe. Hier kann ich nochmal Realistic Foto reinmachen vielleicht. Go. Vielleicht ist das besser als das hier. Also ist auf jeden Fall ein spannendes Tool. Wir generieren ja jetzt hier auch quadratisch. Du kannst das in 16:9, kannst das auch nachbearbeiten. Kannst sagen, hier, mach mir das größer oder so. All so ein Kram, ne? Standing Earth in Pirate Uniform in Eyepatch and Wooden Leg. Eigentlich müsste ja ein Holzbein. Ich hätte gerne noch ein Holzbein. And one wooden leg. Masterpiece. Perfect Lighting. Ja, interessant. Todo Bo. Viele sagen ja dann auch. Also der interessante Aspekt, den ich auch letztens in einem anderen YouTube-Video mal gesehen habe, ist, ja, KI, die Kunst generiert, ne, Künstler und so weiter und den ganzen Kram.
bezieht sich dann aber auch immer nur auf dem, auf das, was sie kennt, wird halt trainiert. Dann wird die nachher trainiert mit ihren eigenen, mit anderer KI-Bilddaten. Das sieht doch schon mal geil aus. Das sieht doch schon mal geil aus. Und ein richtiger Kreativprozess kommt ja fast gar nicht mehr zustande. Nur der Mensch, bislang zumindest, ist in der Lage, völlig Abstruses oder völlig Neues zu generieren. So denken wir zumindest. Und wenn die KI immer sich dann auf die Sachen bezieht, die sie schon gemacht hat und dann wieder heranzieht und so weiter, dann wird das eigentlich immer matschiger, wenn man das so sieht. Ne? Fand ich einen ganz guten Ansatz. Aber das sieht doch schon mal witzig aus hier. Das können wir noch mal als 3D-Render versuchen. Dark Clouds with Lightning Bolt at sea on a boat. Schauen wir mal, was passiert. Guten Morgen, Diffking. Gucken wir mal, was passiert. Kann echt geile Sachen. Wenn man sich jetzt die ganzen neuen Klamotten anguckt mit Generierung von Videos, ne? Das ist schon krasser Scheiß. Was ist das jetzt? 3D-Render. Wo ist die Piraten? Standing Graf in Pirate-Uniform. Wo ist die Pirate-Uniform? Wo ist meine Pirate-Uniform? Wo ist mein Holzbein? Naja gut, alles kann sie auch nicht, ne? Ich müsste vielleicht die Sampling-Schritte erhöhen oder so. Ach, guck mal, doch, das ist nicht. Ach, guck mal, wie geil ist das denn? Das ist jetzt hier eine Piratenjacke. Steht auf dem Boot, hinten Lightning Bolt und schlechtes Wetter. Da komm, da ist schon geil, oder? Also für wenig Sampling-Schritte in klein und so weiter. Das ist doch gut. Das finde ich gut. Wo ist das Holzbein? Kein Holzbein. Das finde ich schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht. So, meine Lieben, ich glaube, das war jetzt genug von KI-Generierung. Kick die Piratenuniform an und drück so. Kannst du die Gewichtung erhöhen? Klick die Piratenuniform an und drückst du Control-Pfeil nach oben. Ach so, das kann das Ding. Ach, das ist ja gut. Ja, 1,4, 1,5, keine Ahnung. Dark Clouds, Lightning Bolt. Das ist ein 3D-Render, ne? Wir machen nochmal Realistic Photo. Ich drück da nochmal drauf. Realistic Photo Black Pearl Pirate Boat. On the Black Pearl Pirate Boat. Standing. Ich mach mal Giraffe. Wie heißt das? Half Portrait? Half Portrait? Half Portrait auf Englisch? Heißt das auch so? Half Portrait, Eye Patch. Wir machen mal Wooden Leg weg. Perfect Lighting, Dark Clouds, Lighting Boat at Sea on the Black Pearl Pirate Boat. Ja, schauen wir mal. Komm, mach nochmal. Go, einen machen wir noch. Ey, das ist schon, da kannst du schon basteln, ne? Und klicki nochmal und noch ein bisschen Text und so. Ich bin überzeugt davon, dass die nächsten Spiele, haben wir ja jetzt schon gehabt mit diesem Pokémon-artigen, viel mehr KI-Unterstützung haben und halt auch KI drin. Okay, das sieht scheiße aus. Generell schon mal. Black Pearl Boat. Müssen wir mal gucken, das ist das erste.
okay. Das hat echt nicht gut geklappt mit der Piratenuniform. Ich meine, ich könnte es nie so malen. Es sieht seltsam bis witzig aus. Aber dann lassen wir jetzt mal so dahingestellt sein. Falscher. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich mache hier Schluss jetzt. So. Ich mache hier Schluss jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne nochmal ein, wenn wieder heißt Star Citizen, alles was geht. Ich wünsche euch was. Schönen Dank für den Support, wie immer. La 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 la. Faszination KI. Ich denke, CIG wird da auch nicht drum rumkommen. Ja, Fußpflege, das ist. Da sitzt die Fußpflegerin immer vor mir so. Nicht so weiß los. Die müssen die auch mal waschen. So, oh, dafür bin ich hier. Gott. Piratenersatzteile für alle. Jetzt gibt es Beinklappen, Handhölzer und Augenhaken. Loote mit, um Beute zu machen. So, denkt dran, wenn ihr einen Miner trefft in Star Citizen, verbeugt euch tief und versucht von ihm zu lernen. Versucht zu lernen, wie er diese Ruhe bewahren kann, ohne Selbstmord zu begehen. Ich denke, wenn du Miner bist, dann bist du auf dem Weg zur Erleuchtung. Kurz davor. Also so kurz davor. Anders kann er nicht sein. Anders geht nicht. Ach, ihr Lieben. Bist du meiner. Ja, das ist gut. Ja, wenn die Pots gedroppt werden können, dann bin ich wieder dabei. Dann reden wir. Dann reden wir meiner Sprache. Dann reden wir in meiner Sprache. So, das waren die Klapphände. Alles wurde verteilt. Alles ist raus. Alles muss raus. Ich wünsche euch was.